News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr die europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, ja, hier ist der Detlev von Wake News Radio. Und heute ist der Tag schlechthin, den wir ja alle schon befürchtet, oder ja, der, also jedes Jahr ja wieder kommt, ne? Nämlich der 11.9. Ja, und das ist natürlich ein schicksalsreicher Tag. Dieses Jahr ist 2012. Ne? Was es damit auf sich hat, das werden wir dann im Laufe dieser zwei Stunden von heute intensivst besprechen. Und klasse, dass ihr alle da seid und hier eingeschaltet habt. Und ich sage das immer nur sicherheitshalber. Ne? Wir haben ja schon, ja, heute ist der 11. September. Ne? Wer weiß, was alles noch kommt. Ja, also wenn irgendwas hier mit dem Ton irgendwie nicht funktionieren sollte, bitte kurz eine Nachricht, aber nur ernsthafte. Ne? Ich prüfe das nach. Ne? Okay, also dann können wir dann nochmal versuchen, neu zu verbinden oder so. Ja, das geht auch. Ne? Ja, und das fängt hier schon miserabel an bei uns, weil hier steht's auch. Mensch, hier Regen, viel Regen hier. Jawohl, das war hier auch. Deshalb haben sie ja gemächtig gesprüht die letzten Tage. Da war ja also keine Fläche mehr oben frei, dass man irgendwie durchschauen konnte, sondern es wurde gesprüht wie ein Weltmeister. Und dann hier haben sie alles jetzt hier runter gewaschen damit mit diesem Regen. Naja, schauen wir mal, was das auch bedeutet hier. Links und rechts fallen sie schon um wie die Fliegen hier, weil sie Erkältung und was weiß ich, Grippe und so haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mich hat es bislang noch verschont. Ne? Hier schreibt gerade einer, hier, ne, wie bescheuert, 3 Tage gesprüht hier, Mensch, jawohl. Also hier auch, ne? Hier im Dreiländereck, ne? Von Frankreich, Deutschland, so sagen das die, ja, hier Ansässigen, und die Schweiz. Ne? Okay, also wie ich das immer gerne mache, vielen Dank an die Künstler, die uns hier Musik zur Verfügung stellen. Und wir hörten eingangs live vor der Sendung Alvin IRB mit Rumble Mumble. Ja, und auch hier Mumble Bezug zu nehmen. Auch hier bei milen-fm.lu oder .net werden wir hier live parallel mit übertragen. Also auch hier herzlich willkommen die Zuhörer, die dort eingeschaltet haben. Die können übrigens dort dann auch das Mumble nutzen, ihre Mumble-Funktion. Die ist dort also auch mit eingebaut und da kann man sich dann auch später auch nach der Sendung gerne unterhalten. Ja, keine Frage. Also ganz klasse. Super. Ja, und für diejenigen, die vielleicht das allererste Mal hier bei mir zuhören, Mensch, schnallt euch fest hier, das geht hier rund, Mensch. Ich nehme kein Blatt vor den Mund und das ist unangenehm und wir haben hier jede Menge. Ich glaube, ich habe ja meine Statistiken, ne? Da gucken wir mal rein. Obwohl ich jetzt meine Webseite überhaupt gar nicht pflegen kann, ne? Wakeness.net, weil die mir das ja am 22.05. hier überfallmäßig alles weggenommen haben. Ne? Hier die Basler Polizei, ne? Schweiz, ne? Im Auftrag der EU. Ne? Ui. Oi, oi, sagt man da nur, ne? Okay. Kann ich also da nichts mehr richtig aktiv machen im Moment drauf, aber trotzdem gibt es Statistiken und natürlich hier, wenn man auf die Seite geht und die Player anmacht, dann kann man das ja weiterhin auch tun. Da wird ja auch direkt live jetzt inzwischen wieder übertragen, das ist ganz klasse. Kann aber eben leider nichts ändern. Ne? Ich kann auch leider keine dort auf dieser Seite keine Sendungen ankündigen und so. Das ist alles jetzt festgefroren, ne? So wie es am 22. in der Nacht vom 21. auf den 22.05. geblieben ist. Ne? Okay, aber trotzdem sehe ich ja, wer auf die Seite kommt, wahrscheinlich auch hier, um mal reinzuschnuppern, ne? Was der Detlef so sagt. Und das Land, von wo ich also da am zweitmeisten besucht werde, ne? Ich hätte mal sagen können, ja, vielleicht, also ja, klar, nicht? Also Deutschland oder BRD ist ja, die sind natürlich viel hier drin. Aber man könnte sagen, jetzt Schweiz oder Österreich. Nee, Pustekuchen. Es ist die USA. Ne? Zwar direkt aus Washington. Ne? Also ist auch was. Naja, was ist zu machen? Wir müssen eben auch wissen, was wir hier über die erzählen. Ne? Gerade heute werden sie wahrscheinlich besonders mächtig zuhören. Denn sie müssen ja wissen, Mensch, was denken die über uns? Haben die schon alles rausgefunden über den 11. September, was es damit auf sich hat und so weiter? Ja, und das wird heute sicherlich an vielerlei Stellen diskutiert, dieses Thema. Auch die Propagandamedien haben sich ordentlich ins Zeug gelegt, um ja von vornherein alles wegzuschmettern, was auch nur irgendwie an
möglicher Kritik kommt über diesen Tag, ja, diesen 11. September. Und wer jetzt immer noch nicht weiß, wovon ich spreche, für den erkläre ich das jetzt hier gerne auch nochmal. Und das ist auch nicht schlimm. Ich meine, das ist, ja, ich bin auch irgendwann mal aufgewacht, da hatte ich auch keine Ahnung vorher davon. Also so ist das, ne? Und zwar das heutige Thema meiner Sendung am 11.09.2012 ist Terror, der Freund der Regierungen. Ja. Und ich habe da diesen dazugehörigen Artikel hier veröffentlicht bei mir auf dem meinem Blog mywakenews.wordpress.com und da habe ich Folgendes geschrieben. Entsetzliches Leid plagt die Erde seit Menschengedenken, vor allem seitdem einige wenige Mächtige zu eigenem Vorteil die Menschheit tyrannisieren und durch ihre Marionetten, heutzutage zumeist als Regierung, auf Gedeih und Verderb ihre Machtinteressen durchsetzen lassen. Ein beliebtes Werkzeug ist das Spiel mit der Angst, ein altes Steuerungsinstrument mächtiger, schon aus frühesten Tagen der Menschheitsgeschichte bekannt. Nunmehr, in den letzten Jahrhunderten und vor allem den letzten Jahrzehnten erkennen, vermehrt durch zunehmende Aufzeichnungen und Veröffentlichungen gefördert, die Menschen, dass die meisten Terroranschläge, Weltkriege, Grausamkeiten, der Drogenhandel, die Menschenversklavung, ne, das neue deutsche Wort heißt Human Trafficking, ne, ist natürlich Englisch, okay, Hunger, Ausrottung, Verschmutzung der Umwelt, des Essens, der Luft, des Wassers und die Krankheitsversorgung Bestandteile eben dieses Repertoires der Gewalt durch die paar wenigen, die ich ja DIMS nenne, die dominante irrsinnige Minorität, sind, die durch Kontrolle aller Bereiche in Regierungen, Finanz, Wirtschafts, der Beherrschung aller globalen Unternehmen, den Rohstoffmärkten und so weiter, alle Parameter des menschlichen Lebens kontrollieren. Und mittels geschickter psychologischer Mediengehirnwäsche glauben die zu dummen Schäfchen mutierten Menschen, die ja eigentlich alle Macht besitzen, um sich dagegen zur Wehr zu setzen, ihren Schlechtern alles und lassen sich gefügig an die Schlachtbank führen. Ja, ob es jetzt dieses unglaubliche Märchen aus Tausend und eine Nacht, nämlich die 9/11-Lügengeschichte, oder ob es die diversen falsche Flaggen-Attentate vermeintlich irrsinniger Einzeltäter sind, immer stellt sich hinterher heraus, dass die Regierungen, die Geheimdienste, das Militär, die Polizei immer mit beteiligt waren. Komisch, nicht wahr? Also bei 9/11 oder den Anschlägen des 11. September 2001 auf die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York, wo ja angeblich zwei Türme von Flugzeugen in den oberen Etagen getroffen wurden, aber oh Wunder, sogar drei riesige Wolkenkratzer in sich wie Pulver zusammenfielen, wie bei einer kontrollierten Sprengung eben. Eine echte, unabhängige Untersuchung und Beantwortung tausender valider Fragen wurde von den Verantwortlichen in der Regierung bislang brüsk und maliziös abgelehnt. Vor allem zum Schrecken der Opfer. Warum wohl? Haben die etwas zu befürchten, was dabei herauskommen könnte? Ja, somit sind also auch heute am 11.09.2012, 11 Jahre nach dieser Katastrophe, mehr Fragen da als Antworten. Nur dieser Anschlag hat die ganze Welt zum Schlechteren verändert. Seitdem übertrumpfen sich die Regierungen gegenseitig in der Erfindung neuer freiheitseinschränkender Sicherheitsmaßnahmen zum Leidwesen von uns Menschen. Wir haben jetzt aber einen Punkt erreicht, an dem diese Terroranschläge so plump und häufig geschehen und offensichtlich immer vor weiteren Entscheidungen zur Verschärfung irgendeiner neuen Sicherheitsphobie, neuen freiheitseinschränkenden Kontrollmechanismen,
stattfinden, dass mittlerweile sogar die Schäfchen aufmerksam werden. Sie fragen sich zu Recht, was da eigentlich gespielt wird. Angesichts neuer Kriegstreibereien im Nahen Osten durch NATO, USA, Israel, im Zusammenspiel des gesamten DIMMs, Marionettentheaters westlicher Regierungen. Tja, und über dieses und vieles mehr will ich heute mit euch hier in der Sendung sprechen, diskutieren. Es wird also hochspannend und jeder, der möchte, kann sich hier beteiligen, kann mir etwas zusenden. Unter radio@wakenews.net, das ist meine E-Mail-Adresse, das ist mir dann am liebsten, weil ich es am besten vorlesen kann. Oder auch natürlich die Chaträume nutzen, dort kann man natürlich auch ganz schön was hineinschreiben, da ist auch schon ordentlich und mächtig was los hier. Da kommt man hin, indem man auf die Webseite geht, wakenews.net, Wake News Radio. Ja, wer es nicht findet, einfach in die Suchmaschine eingeben, das ist kein Problem und überall finden sich auch Links dazu. Und da muss man ein bisschen runter scrollen, also wer da so noch nicht so die Übung da hat, bei mir auf der Webseite. Ich habe ja da zwei Player drauf, ne? Also nicht wundern, ne? Wenn jetzt der Detlef doppelt zu hören ist, ne? Auf der Seite. Man muss einen davon ausschalten. Es ne? Ist halt so. Ne? Okay, und dann kann man ein bisschen runter scrollen und dann kommt man da zu diesen Chaträumen. Das sind drei Stück, die man nutzen kann auf dieser Seite. Kann man machen. Kein Problem. Ja, und wenn da der Ton ärgert, da gibt's auch Ton, ja, wenn da so Ping-Geräusche, ne? Ich sag's einfach nur, ne, weil es hört auch schon mal der eine oder andere zu, der das noch nicht kennt. Die kann man ausschalten, da gibt's ein kleines Lautsprecher-Symbol auf der linken Seite eben dieses jeweiligen Chat-Feldes und da einfach draufklicken und dann schaltet sich das aus, ne? Wenn man das will. Okay. Jeder darf ja wenn man die Wahl hat, darf man wählen, ne? Oder? Darf man wählen, ne? Das sagen sogar die DIMMs, ne? Man darf immer das Gleiche wählen. Ja? Das gleiche Elend, sozusagen. Okay, ja, das also nur so mal so ein bisschen zwischendurch hier als Einleitung für dieses heutige Thema. Und wie gesagt, wer mir da was zuschicken kann, herzlich gerne. Und wir werden dann darüber sprechen. Ich rolle jetzt nicht die ganze 9-11-Geschichte auf. Wir werden da also hin und wieder vielleicht auf das eine oder andere kommen, weil das natürlich jetzt in der Nachbereitungszeit, vor allem jetzt hat es ja 11 Jahre, hat es natürlich sehr viele Leute gegeben, die aufgewacht sind, die sich Fragen stellen und die das untersuchen, die den Sachen nachgehen, teilweise sehr akribisch und technisch. Ich denke da nur an die Ingenieure und Architekten, die sich zusammengeschlossen haben, gesagt haben, sorry, aber das sieht aus wie eine kontrollierte Sprengung eines Gebäudes, wie das ja also auch gemacht wird, nicht? Um solche Gebäude eben einfach abzureißen. Da werden die ja gesprengt, anders geht das ja gar nicht, ne? Und das ist eine ganz komplizierte Geschichte, braucht man spezielle Sprengstoffe und Spezialisten dafür und was weiß ich. Das geht also nicht einfach so, ne? Kann nicht jeder von uns machen. Kann man nicht einfach mit dem Flugzeug reinfliegen und dann das war's, ne? Das geht auch nicht. Weil das ist ein rein technisch gar nicht drin. Und Architects and Engineers of 9-11, die haben das also, die haben das nachgeprüft, AE Truth heißt das, glaube ich, die Webseite von denen, .com, könnt ihr mal reinschauen, oder .org, weiß ich jetzt gar nicht, das ist unglaublich, was die da für Arbeit geleistet haben, ja. Aber bevor wir da jetzt noch weiter einsteigen, da habe ich natürlich einiges auch an Links vorbereitet und alles, hoffe ich zumindest, also vieles, was ich heute bespreche, werde ich dann also auch als Link einbauen auf diese Blogseite von mir, mywakenews.wordpress.com, so dass man also das auch dann dort anklicken kann, um das nachzuvollziehen. Das sind entweder Artikel oder es sind Videos, ne? Teilweise natürlich auch in der Originalsprache, das heißt hier häufig Englisch, ja. Aber bevor wir das tun, noch so ein paar Ungeheuerlichkeiten hier, Terror vor Ort, ne? Ja, okay, vielleicht sage ich, bevor ich das sowas erzähle, muss ich nochmal so einen ganz kleinen Überblick geben für diejenigen, die vielleicht jetzt nicht wissen, was ich damit meine. Ja, ich weiß auch nicht alles und ja, viele Leute unterstellen mir, ich wüsste alles, ich käme hier aus dem was weiß ich und wäre hier was weiß ich. Ne? Bin ich alles nicht, bin genauso Mensch wie ihr auch.
Ich interessiere mich halt für die Aufklärung, die Suche nach der Wahrheit und vermittle sie über meine Medien. Gell? So mache ich das. Und ja, und ich versuche immer das große Ganze zu entdecken, was verdammt nicht einfach ist, weil man ja wirklich also erschrocken ist über die Dinge. Je nachdem, wie man aufwacht, wie man also erkennt, dass das, was um einen herum entsteht, eigentlich ja künstlich ist, ne? Eine Matrix. Da wird uns etwas gezeigt, wie das Leben sei, obwohl es das gar nicht so ist, ne? Oder nicht sein müsste, so sagen wir so. Und ja, da versuche ich irgendwie das immer so darzustellen. Und das Hauptgerüst dafür, so habe ich es zumindest bislang ermittelt. Und auch das kann man immer wieder diskutieren. Auch da lege ich mich nie 100% fest, weil man ja auch ständig sich weiterentwickelt, auch dazu lernt und neue Informationen erhält. Und ich bin auch noch, stehe genauso wie ihr am Anfang des Erkennens der Gesamtumstände, Zustände, Hintergründe und so weiter. Aber was ich bis jetzt erfasst habe, ist, dass wir uns eben in einer künstlichen Matrix befinden, die aufgebaut und aufgezäumt wurde, mit dem Ziel, natürlich die Menschen, die Mehrheit der Menschen zu kontrollieren, zu beaufsichtigen, also zu lenken, zu leiten in die Richtung, in die man es möchte, durch eben eine ganz kleine Anzahl von Menschen oder Wesen. Ja, wir sind uns ja manchmal gar nicht unbedingt so sicher, ob das alles wirklich Menschen sind, so wie die agieren. Ist das eher manchmal in Frage zu stellen vielleicht. Auf jeden Fall wissen wir, dass böse Kräfte dahinter walten, in welcher Form auch immer. Wenn man das aus der religiösen Überlieferung sieht, dann ja, benennt man das als Satan, Teufel, was ich, Scheitan und was von Luzifer, ja, und solche Sachen. Oder man kann es auch als Dämonen, als ja, als Kräfte, die eben von außen auf uns einwirken, die nicht mal hier allein nur auf der Erde sein müssen und schon gar nicht nur in den Dimensionen, die uns bekannt sind. Das ist das eine. Aber die, die das hier effektiv umsetzen, das ist nur eine ganz kleine Gruppe, eine kleine Gruppierung von eben Wesen, die, sagen wir mal, ja, vielleicht, also die Schätzungen, wie gesagt, gehen da sehr schwer auseinander, aber ich sage immer so, irgendwo zwischen 3.000 bis 5.000 Leutchen ausmachen. Natürlich gibt es da immer ein paar da drin, die mehr das Sagen haben als die anderen, aber wir wissen das ja selbst, ganz alleine geht es dann auch nicht, man muss sich auch hin und wieder mal beugen, sogar ein König muss ich manchmal beugen. Oder ein Kaiser oder sowas. Ne? Okay. Und wenn es die eigene Ehefrau ist, ne? Wenn sie verheiratet sind. Oder die Geliebte. Ne? Oder umgekehrt. Ne? Wenn eine Frau an der Spitze ist. Ja, gut. Gehen wir da nicht mal drauf ein. Okay, ihr wisst, was ich meine. So, und das heißt, wenn es also nur so eine ganz kleine Gruppe ist von, nehmen wir mal die Zahl, ist ja egal, es kommt jetzt auch wirklich auf 100 drauf, plus, minus, gar nicht drauf an, von 3.000 bis 5.000 Leutchen, die 6, 7, 8 Milliarden Menschen, die regieren durch ihre Matrix mit der Konstruktion, die sie aufgebaut haben, dann kann man sich vorstellen, dass das ganz schön komplex ist. Und es ist ja schon schwierig, überhaupt so ein Einzel Geschehnis wie den 11. September zu erklären, weil der ja auch schon selbst in sich so komplex ist. Nicht? Da muss man sich mal vorstellen, nach der offiziellen Geschichte, ne, die verteilt wird, ne, also der US-Administration, die ja verantwortlich ist für diese Angelegenheit, weil es fand ja auf dem US-Territorium statt, dass also eine ganz kleine Gruppe, vielleicht sogar nur ein paar Manneken, in einer Höhle irgendwo da im fernen oder nahen Osten, wie immer man das sieht, mittleren Osten, gesessen haben und so clever waren und so toll ausgerüstet waren, dass die in der Lage waren, die weltmächtigste Militärnation, die es überhaupt gibt, die Amerikaner, die also alles haben, was man sich technisch nur vorstellen kann, die jede einmotorige Cessna, die da irgendwie auch nur in irgendein, gesperrtes, militärisch gesperrtes oder sonst irgendwie vorgesehenes Territorium da einfliegen sollte, sofort innerhalb weniger Minuten abfangen können, mit 2, 3
schnellen Düsenjägern rechts, links, oben, unten gleich da sind und schussbereit den sofort erledigen können, wie es also so ein paar Männchen da in so einer tiefen Höhle, ich weiß gar nicht, wie die da rausfunken können, ne? Also müssen da irgendwie eine Standleiter oben auf dem Berg haben, ne? Wie so ein Fernsehturm. Okay, wie auch immer. Das sind jetzt so Details, ne? Ihr seht schon, wie schwierig das ist, ne? Also man kommt dann in die Details und denkt dann, hoppla, ja, das ist. Und ich versuche jetzt mal die Details ein bisschen zur Seite zu drängen und mir so auf die Hauptsache zu sprechen zu kommen. Die sitzen da also und sind in der Lage, also da Leutchen hinzuschicken, die top ausgebildet sind, die also große, komplizierte, technische Gerätschaften wie Flugzeuge so zu manövrieren und Dinge zu damit zu machen, dann, da komme ich gleich nochmal zu, und dann auch vor allen Dingen an diesen Düsenjägern vorbei, ja, so dass sie das nicht mal mitkriegen. Das Militär hat ja gar nicht mitgekriegt, dass diese großen Maschinen überhaupt entführt wurden, erst als sie reingeknallt sind. Ne? Ach, übrigens, da ist ein Flugzeug reingeknallt. Ach so, sagt das Militär. Das ist ja interessant. Wussten wir gar nicht. Ne? Okay, ich mach das jetzt ein bisschen lustig, aber wisst, was ich meine. So, also daran vorbeigeschlängelt, ne? Und zwar mehrere Maschinen. Das ging ja nicht nur um eine, ne? Das waren, ich glaube, vier, ne? Drei oder vier. Und davon sogar in das Pentagon hinein. Das höchst geschützte militärische Zentrum der Welt. Die haben ja sogar Raketen rechts und links, oben, unten, überall drumherum platziert, dass da ja nie irgendeiner rankommt. Das haben die alles ausgetrickst. Aus der Höhle raus. Die haben also die Leute in der Höhle wahrscheinlich geschult. Ich weiß nicht, mit Flugzeug, so, es gibt so ferngesteuerte kleine, weiß nicht, ob die Höhle groß genug war, sonst sind sie vielleicht nochmal rausgegangen. Aber ich weiß nicht, wie sie es genau gemacht haben. Und waren also in der Lage, das zu machen. Und hier sogar, ich habe das Video verlinkt, auf dieser Seite, das könnt ihr gerne dann nochmal anschauen, ist natürlich auf Englisch, also in der Originalsprache, mit dem Thema, ist ein bisschen länger, weil das ist Coast to Coast, ja, also es geht, glaube ich, 2 Stunden oder was, muss man also da durch, aber es ist ein unheimlich hochinteressante Themen da drum herum, also das ist klasse, wie die das gemacht haben, wo er also dort jemanden interviewt, ja, der also selbst jahrzehntelang eben solche riesengroßen Maschinen, also ein Amerikaner, geflogen hat. Und der übrigens dann, nachdem er also da nicht mehr tätig war, in seinem Fliegerjob, sich gefragt hat, wie konnten die das überhaupt hinkriegen? Nicht? Also Leute, die auf einer kleinen einmotorigen Cessna ausgebildet waren, und zwar, was weiß ich, 6 Wochen oder so, die konnten dann die unheimlichsten Manöver fliegen, mit solchen riesengroßen Maschinen, wo die vielleicht allenfalls mal als Passagier drin gesessen haben, ne? Wenn überhaupt. Okay, und ja, also das fand ich schon enorm. Ne? Und das ist hier 9/11, die enorme Machtübernahme der Globalisten, in Klammern Dims habe ich dazu geschrieben, und Saudi-Arabiens Rolle im Terrorangriff in die USA mithilfe der US-Administration und Geheimdiensten. Unter dem Stichwort findet man das Video bei mir auf dieser Seite, mywitnessbombers.com. Unter der Headline Terror, der Freund der Regierung. Ja, und also, nur um das nochmal, diese Unglaublichkeit festzuhalten, die waren also in der Lage, so ein kompliziertes Gerät zu fliegen, und zwar nicht einfach nur, dass man halt in der Luft bleibt, ne? Also als Notfall oder so, dass man irgendwie vielleicht sogar mal runterkommt. Aber wir wissen ja selbst, wir haben solche Filme Hollywood-mäßig schon mal irgendwo gesehen, wo dann sogar einer am Pilotensessel sich hinsetzen durfte, der sogar schon mal so eine Einmotorige geflogen hat, ne? Und der kam nicht klar damit, ne? Und geschweige denn von komplizierten Manövern. Ne? Okay. Aber der hat eben erzählt, dieser Flugkapitän, dass er eben selber diese Flugroute, die angeblich stattgefunden hat durch eben einen dieser saudi-arabischen Terroristen. Auch komisch, ne? Saudi-Arabisch. Naja gut, kommen wir gleich noch drauf. Und hat also versucht, das nachzumachen, hat sich da die Genehmigung geholt und bla bla und so weiter, so dass er da um das Pentagon herumfliegen konnte, und hat das nicht hingekriegt. Er hat nicht die Parameter hingekriegt, wie das aufgezeichnet worden ist, wie dieser saudi-arabische einmotorige Cessna-Pilot, der 6 Wochen mal geübt hat,
das hingekriegt haben soll. Er hat das Ziel um so und so ein paar hundert Fuß, 100 Meter oder was, verpasst. Ja, kannst du dir das vorstellen? Also selbst so ein gewiefter Pilot, der das jahrzehntelang gemacht hat, der sich mit diesen Gerätschaften auskannte, der also alle Tricks und Tipps kannte, war nicht in der Lage, dieses Manöver nachzuvollziehen. Okay. Also das müssen ja unglaubliche Leute gewesen sein, die diese Leutchen da in der Höhle da in was weiß ich, Pakistan, wo immer die sich aufgehalten haben, den da gemacht haben. Wie die ausgebildet haben. Denn die Ausbildung, die diese paar Männchen da genossen haben, das war ja eine private, mehr oder weniger private Flugschule gewesen, ne? Die also so, ja, so Hobbypiloten ausbildet, ne? Dass die auch mal so ein Ding steuern können und so. Und die haben nicht so besondere Zensuren bekommen. Also der wurden ja befragt, ne? Die Fluglehrer haben gesagt, ja, der war so ungefähr in der Lage, das Ding irgendwie in der Luft zu halten, ne? So ungefähr. Aber interessanterweise fanden diese Flugübungen auf einem Flugplatz statt, ja, oder nahe eines Flugplatzes, der dem CIA gehörte, wo der eben die Kontrolle darüber hat. Och, das ist ja komisch. Ne? Das ist ja komisch. Okay, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Wer Interesse hat, kann da einsteigen. Was da für Merkwürdigkeiten noch alles diskutiert wurden, würde ja viel zu lang dauern. Ne? Wenn allein schon diese Sendung 2 Stunden nur über dieses Thema gehandelt hat, dann könnt ihr euch vorstellen, wie detailliert die da einsteigen. Das will ich heute nicht. Aber ich wollte so ein bisschen als Hintergrund schildern, wie ungeheuerlich allein einzelne Geschehnisse bereit sind. Und wenn man Zweifel hat an der offiziellen Darstellung dieses Ablaufs, ja, unabhängig jetzt mal von den beiden genannten Punkten, dass jemand in der Höhle sitzt, weit weg, tausende von Kilometern weit weg, hier Leutchen einschleust, die wirklich, also, ja, nicht die Spezialisten waren, wie die dann in der Lage sind, solche, erstmal das Militär auszutricksen, die Überwachung und was weiß ich, und dann auch noch, da solche Flugmanöver machen konnten, dass die auch genau gerade da in die 4. Etage, oder ich weiß nicht, welche Etage das war, ich sag's einfach nur so, des World Trade Centers hineinzufliegen, ne? Und nicht gerade 10 Meter daneben oder nur Streifen mit dem Flügel, ne? Also ich weiß auch nicht, also manchmal habe ich auch beim Einparken, ne, habe ich manchmal nicht den richtigen Winkel, ne? Und dann, okay. Du hast ja nicht die Möglichkeit, das dann nochmal 5-mal zu wiederholen, ne? Das ist ein Flug gewesen. Das ist ein, das muss sofort sitzen, das Ding, ne? Okay, also ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Das ist eher merkwürdig. Ne? Okay, und jetzt kann man natürlich fragen, wieso hat denn gerade an dem Tag, ne, obwohl das auch gerade zu der Zeit vom Militär und Luftwaffe und bla bla und so da geübt wurde, versagt, dass da nicht wenigstens sich 2 Maschinen mal dranhängen und mal gucken, was los ist. Ne? Auch wenn man sich täuscht, oder man kann ja mal gucken. Ne? Wenn die Dinger sowieso da sind, kann man sie ja auch mal hochfliegen lassen, oder? Wir sind sie ja da. Ne? Nee, ist nicht geschehen. Ist das nicht unglaublich? Und hier der übrigens, ne, man, da werden ja auch Ross und Reiter genannt und ich will sie nicht alle aufnennen, aber einer der wesentlichsten, der also auch da offenbar so ein bisschen das Oberkommando hatte über diese Einsatzgeschichte da im Pentagon, das war der Dick Cheney. Dick Cheney. Der ist der Vizepräsident gewesen unter George W. Bush, das heißt der Jüngere, der damals Präsident war während dieses Anschlags auf 2000, also in 2001. Ja. Und dieser Dick Cheney war übrigens auch, hatte seine ganzen Geschäftchen im Ölgeschäft und Waffenhandel und was weiß ich, was der alles machte. Ne? Und der hat angewiesen, als diese Attacke auf das Pentagon stattfand, dass keine Abwehrmaßnahmen vorgenommen werden dürfen. Okay, also, ja, das hättest du doch auch gemacht, ne? Wenn du da Vizepräsident gewesen wärst, würdest du von Terroristen angegriffen, würdest du sagen, oder gehen wir mal einfach in ein simpleres Beispiel. Ne? Alle haben ja mal so Cowboy-Filme gesehen, Cowboys und Indianer aus dem Wilden Westen oder Spaghetti-Western oder was auch immer, Italo-Western. Da ging es häufig darum, Cowboys und Indianer bekämpften sich. Ne? Die Cowboys waren die
die guten Terroristen und die Indianer wollten einfach nur wieder überleben und haben sich gewehrt gegen diese Terroristen. Okay, das ist noch eine andere Geschichte. Aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, jetzt stell dir mal vor, du bist also jetzt hier so Chef in so einem Fort. Ne? Die hatten ja so Forts, ne? So mit Palisaden ringsherum. So, ja, also und dann greifen die Indianer an, ne? Von links, von rechts, von oben, von unten, ja, quasi. Und dann sagst du als Chef, nee, wir wehren uns nicht, wir warten jetzt mal ab, 2 Stunden. Ne? Bis dahin haben die ja so alles abgefackelt, sind schon drin, haben schon alles ausgeräumt, haben die Leute schon skalpiert. Ne? Okay, versteht ihr, was ich meine? Da stimmt doch irgendwas nicht. Ja, da stimmt doch irgendwas nicht. Und also spätestens dann müsste also irgendeiner mal aufwachen und sagen, hey, hoppla, das finde ich auch merkwürdig. Lass uns das doch mal fragen und lass es uns doch noch mal untersuchen. Ne? Und genau das verweigern alle Verantwortlichen, die also die Macht darüber hätten. Ne? Also bis zum heutigen Tag beharrlich. Im Gegenteil, es wird sogar umgekehrt gesagt, wenn man die offizielle Geschichte von 9/11 in Frage stellt, dann ist man nicht patriotisch. Ja. Also das wäre jetzt so, wie wenn man sagt, ja, wieso, wir wollten eigentlich mal wissen, also, ja, warum wurde denn dieses Fort überfallen da von den Indianern, warum wurden denn alle skalpiert und scheinbar haben die sich nicht gewehrt, ist kein Schuss gefallen. Seitens des Militärs da. Ja, können wir das mal untersuchen? Ne? Ich glaube, das wäre doch die erste Frage, ne? Oder? Was wird hier überall gemacht? Stellen wir uns doch mal vor, da gibt es ja ganze Serien, was die alle, die mit herumgekramt, mit Pinzetten werden irgendwelche kleinen Härchen irgendwo aufgesammelt, in Tütchen gepackt und dann wird das alles analysiert, von wem das ist und dies und das. Und hier? Bei so einer großen Sache werden die offensichtlichen Sachen nicht, also vielleicht sind sie untersucht worden, aber sie werden, die Ergebnisse werden nicht präsentiert oder werden, also dass zum Beispiel der dritte Wolkenkratzer da in New York zusammengebrochen war, stand überhaupt gar nicht im Abschlussbericht dieser 9/11-Kommission, die dann auf Druck und Drängen der Öffentlichkeit und der Opfer vor allen Dingen dieses Anschlags in New York dann gefordert wurde und dann widerwillig durchgeführt wurde, ne, von den Verantwortlichen, da stand das nicht mal drin, dass ein dritter Turm zusammengebrochen war. Ist das nicht komisch? Ich finde das außerordentlich komisch. Also insofern, ja, ich bin also auch jemand, der hat so viele Fragen dazu, zu diesem Thema, ne, und ich habe jetzt gerade nur eine kleine Geschichte darüber erzählt, über den Terror. Den Freund der Regierungen? Ja, also man muss jetzt ja mal fragen, was ist denn eigentlich nach dem 11. September geschehen? Weil, also 2001, ne, vor 11 Jahren, da ist doch die US-Administration, der Präsident, der George W. Bush, zunächst schien er geschockt, ja, las auch irgendwie sogar eine Zeitung schon umgekehrt, so geschockt war der, gibt sogar Aufnahmen davon. Was macht er als erstes? Jetzt überfallen wir ein Land. Die sind schuld. Ja, es wurden erstmal irgendwelche Schuldigen benannt. Ach, und da kam es natürlich klasse, dass man das natürlich dann sofort gefunden hat. Ja, es ist doch wunderbar. Man hat zwar keine Flugzeugteile gefunden, rund um, soweit ich weiß, also so rund um diese Wolkenkratzer, aber man hat die etwas angesenkten Reisepässe mit Foto. Konnte man alles noch sehen, der vermeintlichen Flugzeugentführer gefunden. Die flatterten unten irgendwo, ein bisschen unter Staub oder auf dem Staub, ich weiß gar nicht, am Gehsteig so, ja, da rund irgendwo so ein paar Meter entfernt herum. Konnte man also aufgrund all dieser Daten, die man da zufälligerweise, in Anführungszeichen, das ist ja Zufall, gibt es nicht, ja, aber sagen wir mal, so im Interesse oder als Fürsprecher für die US-Administration, die das offiziell da so verkündet hat, sagen wir mal, zufällig wurden die gefunden, sind die übrig geblieben. Das war ein richtiger Wink des Schicksals. Ne? Zack. Und das waren alles Saudi-Arabier. Ne? So, zumindest die Mehrzahl der Leutchen. Gell? So, ich würde mal sagen,
dann hätte ich doch entschieden, wenn man so grausam sein will und dann leicht das ganze Volk bestrafen will, wäre ich doch in Saudi-Arabien einmarschiert. Hätte da alles umgenietet. Aber nein, die sind ganz woanders einmarschiert. In Afghanistan und im Irak. Obwohl es dort keinen dieser Terroristen gab, der aus dem Irak stammte oder aus Afghanistan. Sie hätten sich auch noch in Spanien einmarschieren können. Stell ich mir vor. Oder sie wären in die Bundesrepublik Deutschland ist ja kein Staat, kein souveräner Staat, das wäre nicht da, dann wäre das auch noch rausgekommen. Oder sagen wir mal, nehmen wir irgendein anderes Land, Island. Da sind zu wenig Leute. Das hätte nichts gebracht. Da wären nicht Millionen draufgegangen. Warte mal, wen hätte man noch nehmen? Frankreich. Ja. Hätte man ja auch machen können. Ne? Oder? Das wäre ungefähr das Gleiche. Da leben wahrscheinlich mehr Saudi-Arabier als in Afghanistan. Ja, zum Beispiel. Na gut, sind ja nur so Mutmaßungen. Es sind nur so ein paar Überlegungen, die ich anstelle, die man ja anstellen kann. Jeder darf doch Fragen stellen. Fragen ist nicht verboten. Ne? Und keine Frage kann dumm sein. Höchstens die Antwort. Okay, das ist doch, kennen wir doch alles. So, also das war jetzt hier mal so ein Gedanke, der mir dann kam, auch unter anderem sicher auch vielen anderen, keine Frage, die man sicher legitim bitte stellen kann, oder? Naja. Jetzt, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Man hat also irgendwelche anderen Länder überfallen und hat sich, ja, damit beschäftigt, viele umzunieten, die ganzen Führungsetage, ist klar, alles erstmal weg. Und das Erste und das Wichtigste war Kontrolle über die Ölfelder im Irak und Kontrolle über die Opiumfelder und Haschisch, ne? Haschisch, auch noch, ne? Die Poppies, ne? Die hat man erstmal gesichert, weil jedes Land ja seinen Schwerpunkt hat. Ne? Also Irak ist eher das Öl, Afghanistan eher die Mohnfelder, ne? Und so weiter. Okay, damit hat man also die Ressourcen der Länder im Griff gehabt und hat die Soldaten dorthin gestellt, natürlich, um das alles abzuschaffen. Ne? Seitdem ist die Produktion dort mächtig gestiegen. Ne? Gut, beim Öl ging es nicht darum, das zu produzieren, aber sonst zu kontrollieren. Ne? Dann damit hat man natürlich auch die Möglichkeit, den Preis festzusetzen, genau wie natürlich beim Opium. Und so weiter. Okay, ja, also das nur so am Rande. Ja, also es wird hier auch heiß und heftig hier diskutiert im Chaträumen, auch über die verschiedenen Varianten des 11.9., wie denn hier beispielsweise im Pentagon nur so ein kleines Löchlein da war, wenn da so eine riesengroße Boeing-Maschine da reingeflogen ist. Da sagt hier einer, das Flugzeug hat beim Einschlag seine Flügel eingezogen. Natürlich, aus Aluminium. Kannst du doch einziehen. Kein Thema. Okay, ja, alles denkbar, ne? Gar keine Frage, ja. Ja, also hier sagt auch einer, ja, wenn sonst ein Flugzeug abstürzt, bleibt oft viel davon über. Ja, genau. Und dann fliegen sie alle hin. Haben wir auch alles schon in den Filmen gesehen. Da kommt dann so eine besondere Mannschaft, stellt sich dahin, ihr baut das Flugzeug genauso wieder auf, wie es vorher war. Und dann werden die ganzen Einzelteile und so da wieder zusammengeflickt, bis sie dann irgendwie herausfinden, woran das eventuell gelegen hat, dass das Ding abgestürzt ist. Okay. Ja, also, irgendwie kommt doch jetzt mal die Frage auf, gab es vielleicht Interessen einiger? Jetzt kann man sagen, gut, der Dick Cheney, ja, aber als Politiker, Vizepräsident, das ist ein ganz integrer Mensch, der hat nur das Wohl des Volkes, der Amerikaner im Sinne und der würde doch nie für seine eigenen Interessen oder wirtschaftlichen Interessen, das hat er doch gar nicht nötig, der kriegt doch ein schönes Salär. So ein Vizepräsident, der verdient ja auch ein paar Mäuse, ne? Okay, es sind Dollar, Schuldgeld und so, wir wissen, das alles nichts wert und so. Aber sagen wir mal, nehmen wir mal so, ne? Also der hat mehr als jeder Hartz-IV-Empfänger, wahrscheinlich mehr als 100.000 Hartz-IV-Empfänger zusammen, ne? Im Jahr.
im Monat. Ne? Also gut, könnte sein. Ne? Vielleicht habe ich es falsch gerechnet. Das kann man nochmal durchkalkulieren. Ne? Kein Thema, wer da also gut im Rechnen ist oder im Eintippen seines Rechners, kann das schnell überprüfen. Ne? Okay, damals war auch der Dollar noch ein bisschen mehr wert. Also das müsst ihr auch mit einkalkulieren. Nicht das, was er heute wert ist, sondern damals, ne? Vor 11 Jahren. Okay. Als ich jung war, da war der Dollar, ich glaube, war das 12-mal mehr wert als die D-Mark damals, die es da gab? Naja, ist ja auch wurscht. Gut. Das nur so am Rande. Ja, also, das wäre so eine Überlegung, die man mal anstellen kann. Oder hat es wirklich da Interessen gegeben, die mehr im Vordergrund standen als andere? Gab es vielleicht persönliche Interessen? Wir wissen ja, das machen die ja gern. Also auch Leute, die so im politischen oder anderen wichtigen Funktionen sind, die wetten zum Beispiel darauf, dass die BRD, man spricht ja mal von Deutschland, aber das ist ja Quatsch, Deutschland hätte sich nie mit dem Euro beschäftigt. Das ist nur die BRD gewesen. Ne? Also, dass die BRD aus dem Euro austritt, ne? Frau Merkel wird da jetzt dann wahrscheinlich so bearbeitet, solange bis Merkel sagt, wir treten aus dem Euro raus, dann sagt sie es aber nicht so mit vollem Munde, sondern sagt so, ich treten aus dem Euro raus, weil die untere Zahnreihe fehlt. Und dann hat sie gesagt nachher, ach, sie hatte zufälligerweise einen Unfall. Ne? Ein Unfall. Aber ihr könnt dann sagen, dass der Euro, dass er werde ich steigt aus. Aus dem Euro. Ne? Oder so. Ne? Wer es nicht verstanden hat, was ich gesagt habe, kann mich später mal anmailen. Ich schreibe es ihm dann. So. Okay, also ja, dann fehlt die untere Zahnreihe und dann ist das wahrscheinlich Argument genug, dann aus dem Euro rauszugehen. Und ja, so zum Beispiel. Ne? Genauso, und ihr müsst mir verzeihen, wenn ich springe, weil das mache ich halt gern, eben weil ich immer das große Ganze sehe. Und für mich sind das immer nur so einzelne Punkte da aus dem großen Ganzen. Ich habe jetzt hier mir gerade mal so ein Blatt hier aus der Schweiz hier vor mir liegen. Da steht oben drüber, und ich habe da letzte Sendung, glaube ich, noch geprahlt damit, dass hier in der Schweiz gibt es die Glühbirnen noch, aber da steht drin, wie ich die gute alte Glühbirne ersetzen kann. Aus der Schweiz, ne? 6. September steht da. Und da steht, seit dem 1. September geht in der Glühbirne langsam, aber sicher das Licht aus. Ne? Haben die das jetzt in der Schweiz auch schon umgesetzt? Eieiei, mein lieber Freund, ey. Und da hat er das letzte Mal richtigerweise irgendeiner meiner Zuhörer gesagt, ja, war das nicht, habe ich wahrscheinlich irgendwann mal gesagt, dass der Herr Rothschild, ich sage das immer so ein bisschen vereinfachend, das ist natürlich die ganze Sippschaft, die haben doch alle die ganzen Quecksilberfirmen aufgekauft oder was und die machen jetzt da schönes Geschäft, weil das ist ja alles Quecksilber verseucht da drin und dann machen sie eben hier wieder ihren Monopol und dann haben sie auch gleichzeitig zwei Ziele mit einer Klappe gefangen, ne? Nämlich sie haben ihr Monopol, können die Preise diktieren und dabei nebenbei noch die Bevölkerung vergiften. Wunderbar, das sind also dann die Eugenik auch noch gleich abgehakt. Übrigens, ja, gut, ich meine, 9-11 hat also schon ungefähr so, ja, weiß ich jetzt nicht, ob die Zahl richtig ist. Ich habe ja mal so ein paar Politiker, das war glaube ich 2010, Ende 2010 habe ich mal so ein paar Politiker angeschrieben in der BRD. Damals haben wir noch gedacht, naja gut. Okay, ob die denn bestätigen könnten, dass da inzwischen Millionen Tote in Irak und bla bla und so weiter. Habt ihr nie eine Antwort gekriegt. Ne? Musste mir die Zahlen selber irgendwo zusammensuchen. Ja, also 9-11 hat jetzt inzwischen, also 3000 sollen ja in Manhattan ums Leben gekommen sein, also bei diesem Wolkenkratzer Attentat. Das ist ja auf jeden Fall ein Attentat gewesen, ist gar keine Frage. Und ein Terroranschlag, auch keine Frage. Da sind wir gar nicht, wir müssen nur wissen, von wem es gemacht wurde. Ne? Das ist nicht
nicht wirklich klar. Denn alle, die ja genannt wurden, die ja in den Medien herumkursierten, sind alle nie bestätigt worden als Täter und so weiter. Ne? Und ja, eben als, aber eben, das sind diese 3000, ne, ungefähr. Aber weltweit sind jetzt bestimmt, also rauf oder runter, 2 Millionen dadurch umgekommen. Ne? 2 Millionen, 3000. Okay, guck mal, die 3000 fast schon damit reinschieben, ne? So als Rundungsdifferenz. Also 2 Millionen sind schon, haben schon dran glauben müssen, mindestens so um den Dreh. Und was hatte ich hier noch gelesen? Nur, dass ihr das auch gleich wisst, was ich dazu gefunden habe. Übrigens, das ja auch als Link dann war auf meinem Blog zu finden, weil das war, das sagt eigentlich alles aus, ne? Also, zum Glauben. Nämlich, dass Herr Obama, ne? Wie sagt nämlich so ein Ex-CIA-Chef, der war früher beim CIA, musst du ja wissen, ne? Dass Obama noch blutrünstiger war als Bush. Ne? Gefunden auf der Seite wired.com habe ich dann da einen Link. Das heißt, der Bush war ja derjenige, der die Entscheidung getroffen hat, ne? Irak und Afghanistan und was weiß ich, was danach kam, unter seiner Regie noch irgendwie mitgenommen. Auch Drohnen hat er schon da irgendwie rumgeschickt überall und hat alles vorbereitet. Aber Obama macht es jetzt erst, der ist noch viel blutrünstiger. Ne? Unser Friedensapostel da. Hat er nicht irgendwie so einen Friedensapostelpreis gewonnen von dem Sprengstoffexperten Nobel? Also Sprengstofffriedens, ja, was weiß ich, Schamane. Nichts gegen Schamanen, ne? Aber passt irgendwie so ein bisschen zusammen. Ne? Ja, jedenfalls, also das wäre so meine Überlegung dazu. Wisst ihr, das ja immer so ein bisschen sarkastisch auch, ist doch auch logisch. Ne? Also, wenn ich das alles immer so ernst runterratter und hier einfach nur vor, dann denkt ihr auch, hey, wo ist der denn? Das kann ich selber lesen. Ne? Man muss sie interpretieren und auch die richtige Sichtweise dazu bringen und auch die Fragen stellen. Wir wollen ja auch diejenigen ansprechen, die nur diese normalen Matrix-Propaganda-Medien und Nachrichten lesen, lesen können oder einfach gar nicht auch darauf gekommen sind, dass es auch was anderes gibt oder denen voll ins Vertrauen. Auch das noch. Und dann erst irgendwann, wenn sie aufgewacht sind, ja, sich krümmen vor ja, inneren Zweifeln, warum man überhaupt so blöd gewesen sein konnte, die anderen Sachen immer für wahre oder bare Münze zu nehmen, oder? Naja, das nur so als kleine Anmerkung dazu. Also Obama noch blutrünstiger als Bush und Bush wurde als Kriegsverbrecher vor dem malaiischen Court, also dem Gerichtshof, dem International Criminal Court, dort bereits als Kriegsverbrecher verurteilt. Zusammen übrigens mit seinem Kumpel Tony Blair, der seinerzeit die Geschicke, die miserablen satanischen Taten in Großbritannien umsetzte. Ne? Als Ministerpräsident. Ne? Naja, okay. Also, ihr wisst schon, das hört sich nicht gut an. Und Obama hier, der kämpft ja sowieso ums Überleben, ihr wisst es, da fragt man sich auch, ne? Ob der überhaupt das überlebt jetzt hier alles oder ob es überhaupt eine US-Präsidentschaftswahl gibt. Weil eigentlich können die vorhersehen, dass das nichts wird hier. Also auch die Leutchen, die auch in den USA, die wehren sich ja dermaßen dagegen und gut, aber das haben wir schon häufig anders diskutiert, da will ich jetzt nicht zu tief einsteigen in diese Problematik. Das heißt, irgendwie kommt der Verdacht auf, dass hier irgendwas anderes im Busche ist, denn zugegebenerweise, das war ein schlimmes Attentat mit vielen Verletzten und Toten und Zerstörung und so weiter. Aber rechtfertigt das Sterben auf der anderen Seite von eigentlich nicht damit zu tun habenden Menschen in Millionenhöhe? Die Frage dürfte man sich als Mensch, als demokratisch erzogener Mensch mit westlichen oder sogar christlichen Vorstellungen, da dürfte man sich die Frage schon stellen.
auch wenn es überwiegend wahrscheinlich Menschen einer anderen Religion waren, die da umgelegt wurden. Okay, da haben sich die katholische Kirche hat sich da nie wirklich drum geschert, ne? Die waren, okay, aber das ist eine alte Geschichte. Aber es hat auch mit Terror zu tun, oder? Sehe ich das falsch? Aber das wollte ich jetzt nicht so tief diskutieren, aber so anklingen lassen. Ne? Das wird ja häufig vergessen. Der größte Massenmörder zu der Zeit waren Leute, die im Auftrage der katholischen Kirche unterwegs waren. Ja, gut. Also wie gesagt, das war jetzt hier mal so ein Punkt. Libyen hatte ich eben gesagt. Was bedeutet das? Es bedeutet doch nur, dass wieder irgendeiner hier uns terrorisiert. Ja. Aber nicht, weil es wirklich für uns, das wird natürlich so verkauft. Ne? Sagt, die Libyen hat ausgedient, die hat zwar so und so viele hundert Jahre, hat die toll gearbeitet, aber jetzt mit einmal ist sie schlecht. Ne? Warum ersetzt man sie unter dem Deckmantel des Einsparens von Energie mit einer wesentlich teureren, ja, unsicheren Technik, die sogar Gift enthält, was die Glühbirne nicht hat. Und auch das Licht, darüber kann man sich ja streiten, was da rauskommt, aber das Gesicht, nicht das Gesicht, das Licht, meinte ich natürlich, Licht der Glühbirne ist offenbar wesentlich angenehmer und menschenfreundlicher als dieses komische Licht aus diesen anderen Dingern da, oder? Gut, mag das subjektiv sein. Ich habe es aber irgendwo gelesen, dass es auch untersucht wurde. Also, tja. Ja, wer weiß es, ne? Tja. Jo, also das ist, wie gesagt, der Punkt, der einem dann auffällt. Und es kommen immer wieder merkwürdigerweise, wenn man sich damit beschäftigt, ja, und ein bisschen hinter die Kulissen schaut, immer irgendwie wieder dieselben Namen auf den Tisch. Bezeichnen wir das mal als militärisch-industrieller Komplex. Ne? Da denkt man, das wäre ein Komplex. Ne? Dabei ist es kein Komplex. Das sind ein paar Männchen, die das dirigieren. Ne? Denn alles gehört immer derselben Gruppierung, den DIMS. Und die dominante irrsinnige Minorität, das sind diejenigen, die eigentlich alles haben, die über alles verfügen, nicht direkt persönlich, so offensichtlich, sondern hinter den Kulissen über ihre Beteiligung, ihre Banken, Geschäftchen hier, Geschäftchen da, denen gehören im Prinzip alle globalen Konzerne und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn das so ist, dann könnte man ja versucht sein, anzunehmen, dass auch der 11. September möglicherweise aus deren, na, Feder, weiß ich nicht, aber von deren Ziele entstanden ist. Sie haben natürlich das nicht, sie haben nicht gesagt, hier ein Herr Rothschild ABC irgendwie, ja, hat gesagt, hier, ihr nehmt Flugzeuge und fliegt da in die 4., 5., 7., 8., 10. Etage oder was, hier beim Dings. Nee, das hat er bestimmt nicht gesagt. Er sagt, ich möchte als Ziel das und das. Ich möchte Ölreserven im Irak, ich möchte Poppyfelder da in Afghanistan, ich möchte dies und dies und ich möchte, dass so viele Leute wie möglich daran glauben. Als Beispiel. Ich sage das jetzt mal, ich unterstelle das, ne, dass das die Ziele gewesen sein könnten. Kann das einfach mal wortspielmäßig tun, oder? Ich stelle nur Fragen. Ja? Und dann haben die, weil die sind ja auch die Erfinder des Schuldgeldsystems, also nicht die Generation, die jetzt am Ruder ist, die schon ein bisschen degeneriert, ne? Aber die vorher, ne? Die waren ein bisschen cleverer, die haben das alles schon vorbereitet. Ne? Und die haben das jetzt einfach nur, ne? Machen sie jetzt stümperhaft weiter, ne? Und merken, jetzt geht's eh, ne? Zum Ende zu. So, und ja, also die haben dann irgendeinen Think Tank, also einen Denktank, eine Denkfabrik beauftragt, oder vielleicht sogar mehrere, und wahrscheinlich nicht gerade an der Wall Street, ne? Weiß nicht, ob es da überhaupt Denkfabriken gibt, oder bin ich mal da. Irgendwo beauftragt nachzudenken, was denn die gescheiteste Art und Weise wäre, was man tun könnte, wie man es tun könnte und das dann umzusetzen. Also erstmal genau auszuarbeiten, vorzubereiten und dann umsetzen. Ne? Und da kam einer wahrscheinlich auf die Idee, oh, wir sagen einfach, es war einer aus einer Höhle in Pakistan, die Leute sind ja eh alle so blöd, die glauben nicht eh alles. Und die sagen dann auch, Mensch, Flugzeugbenzin, das, wenn das explodiert, dann schmilzt das Eisen und Stahl und das gleiche Thema und dann brechen die ganzen Dinger zu. Doch, das ist normal. Macht doch jedes Flugzeug, ne? Tja.
Also gut. So denke ich mal, könnte es gewesen sein. Also ganz vereinfacht und ganz simpel dargestellt von Detlef hier aus seinem relativ, ja, ich wohne jetzt nicht in der Höhle, aber beschränkten Raum. Ne? Ich lebe nicht in einer Luxusvilla mit Blick auf irgendwie eine weite, große, was weiß ich, Landschaft oder aufs Meer, ne, mit Yacht hinten dran. Eine reicht ja nicht, muss ja noch per Meer haben. Ne? Eine für na, schönes Wetter, eins für schlechtes Wetter und so. Naja, alles, was ich meine. Hubschrauber Landeplatz ist bei mir hier auch nicht. Irgendwo hier beim Krankenhaus, da haben sie oben so eine Plattform. Da kommt der Chopper hier immer mal vorbei, wenn es einen erwischt hat, irgendwo. Aber selber? Nee. Habe ich leider nicht, oder Gott sei Dank. Weil die Dinger sind auch nicht so ganz ohne. Ne? Also wie gesagt, ich will jetzt hier auch nicht über mich erzählen, sondern wollte einfach nur mal so ein Beispiel geben, wie es vielleicht hätte sein können. Und eben wie gesagt, in dem zitierten Video, was ich sagte, wo das detailliert dargestellt wird, wo auch dieser Flugzeugkapitän zu Wort kommt, wird dann eben auch gemutmaßt, weil sehr viele Indizien darauf hinweisen, weil, ja, also der Osama Bin Laden, ne, der war ja zwischen, glaube ich, dreimal verstorben. Also jetzt ist er sicher tot. Ne? Also man lebt nur zweimal, das ist bei James Bond, aber den haben sie jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal umgelegt. Der wird so schnell wiederkommen. Nicht in diesem Leben. Und der war ja Saudi-Arabier. Und der gehörte einer der wohlhabenden, wichtigen Familien an, die übrigens auch mit der Familie Bush, ja, sehr eng befreundet waren. Die saßen sich gegenseitig auf dem Schoß sozusagen, die machten ständig Geschäfte. Und die waren gerade zu dem Zeitpunkt des 11. September zu Besuch auf der Ranch von George Bush, dem Alten, also dem Senior. Ja. Und als sie es dann durchgezogen hatten, wurden sie schnellstens außer Landes geschafft. Saudi-Arabien, ne, ist ja logisch. Und auch die gleiche Familie, dessen man dann auch dieser Sache dann runtergeschoben hat. Und da musste schnell hier, muss die Flucht ergriffen werden. Ja, und dann hat man diese Familie ausgeflogen. Und ja, so war das. Ne? Ja, also Saudi-Arabier sollen das wird, also das fand ich jetzt ein starkes Stück und ich weiß nicht, ob man sowas glauben kann. Aber der scheint da irgendwie diese Untersuchung gemacht zu haben. Die sollen da verwickelt gewesen sein in die Umsetzung dieser Sprengung, dieser World Trade Wolkenkratzer. Das kann sich doch wohl kaum einer vorstellen, oder? Hä? Gut, andere sagen, es wären die Israelis und vielleicht war es eine Kombination? Weil man weiß ja auch nicht so ganz genau, wie das alles miteinander verflochten ist, weil die Israelis, die das ja in der Regel absetzen oder umsetzen in Führungsetagen, das sind ja nicht semitisch, sondern die sind kasarisch Ursprungs. Ne? Aber gut, das ist jetzt schon wieder. Komm, da haben wir auch schon mal drüber diskutiert. Da kann man auch nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt diskutieren wir vor allen Dingen über die Regierung dann noch ein bisschen, nämlich gleich in der zweiten Stunde. Das ist so ein aktuelles Thema, also wir sind schon, ja, ist schon fast wieder, ne? Eine Stunde vorbei. Haben wir hier zugesandt bekommen von einem aufmerksamen Zuhörer sogar ein Lied, was er extra für mich, für heute, also nicht nur für mich wahrscheinlich, ne, aber für heute getextet und produziert hat, ne? Da hat er geschrieben, das lese ich durchaus vor, weil das hat er doch nett geschrieben. Komm, ich darf mich auch mal loben. Ne? Hallo Detlef, erstmal schöne Grüße, ein großes Lob für deine Sendung. Für mich bist du einer der größten Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum. Naja, also. Ich wünsche, es gäbe mehr von dir. Oh nee, bloß nicht. Anlässlich des heutigen Datums habe ich mir erlaubt, einen Song zu produzieren. Ich weiß, es ist etwas kurzfristig, vielleicht kannst du ihn noch einbauen. Und das habe ich gemacht und ich hoffe, es funktioniert. Okay, und das hat er geschrieben mit dem Titel 11. September 2001. Und sein Künstlername ist Drei Eugen. Und seine Seite ist medienundmehr.com. Also hören wir uns das mal an. Also Leute, wir sind ja gleich wieder da. Es ist vom Regnus Radio. Und das wird euch hochspannend. Also bleibt dran. Bis gleich. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Oh.
Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, hier ist Detlef wieder von Wake News Radio. Wir sind live hier am 11. September 2012. In der zweiten Stunde. Und wir haben schon in der ersten Stunde reichlich über unser heutiges Thema gesprochen und diskutiert, und zwar Terror, der Freund der Regierungen. Ja, und natürlich ist das einstimmige Thema von heute der 11. September 2001, also vor 11 Jahren, wo diese Terroranschläge auf die World Trade Center Zwillingstürme in New York, Manhattan geschehen waren. Ne? Also, das wird ja auch mal, die Grammatik ändert sich ja auch ständig. Ne?
Und das ist spannend, wie, ja, man einfach mal so ein paar, über so ein paar Sachen nachdenkt, was einem so alles auffällt, was alles irgendwie merkwürdig ist, ne? Denn die meisten machen sich die Gedanken ja nicht, weil ihnen ja eine Geschichte erzählt wird, die so nach außen hin ja erstmal so ein bisschen plausibel klingt, ne? Dass also Flugzeuge in der Lage sind, solche irrsinnig stabilen Dinger einfach umzupusten, obwohl die selber nur aus Leichtmetall bestehen, Aluminium gar, haben die da trotzdem, ne, und mit Flugzeugbenzin, was nur ein paar hundert Grad heiß wird oder was, ich weiß nicht wie viel, aber natürlich dann Eisen zum Schmelzen bringen konnten. Das war überhaupt kein Thema. Und vor allen Dingen, zwei Flugzeuge konnten drei Wolkenkratzer umhauen, obwohl einer gar nicht getroffen wurde, aber der fiel auch gleich mit in sich zusammen, ne? Nur mal so, ne? Warum nicht? Ach, da sind ein paar Splitter rüber. Ja, klar, ein paar Leichtmetall-Aluminiumsplitter oder ein paar Betonbrocken sind darüber geflogen und dann ist das ganze Ding gleich zusammengebrochen, ne? Logisch. Das kann jeder sofort verstehen. Und dass natürlich Osama bin Laden aus der Höhle das selbstverständlich gemacht hat und diese Leutchen da oben bestens ausgebildet waren und das eben machen konnten, das haben wir alles diskutiert. Da kann man übrigens nachher gerne auch die Wiederholung anschauen, beziehungsweise anhören erstmal, ne? Anschauen kommt ja später, wenn ich das Video gemacht habe, ne? Okay, nach dieser Live-Sendung, nach 18 Uhr werde ich das also wieder einspielen. Und wer das nicht mitgekriegt haben sollte oder das gerne nochmal hören möchte, kann das dann gerne tun. Ich dazwischen so, bis ich es eingefädelt habe, gell? Ist doch klar. So, und das haben wir also diskutiert und ein paar andere Dinge hier nochmal miteinander geteilt. Und wir sprechen natürlich über den Terror, der eigentlich dazu dient, und so dürfte man das Fazit ziehen, nämlich die Menschen in der jeweiligen Zone, in der diese Menschen eingesperrt, Quatsch, das ist ja der falsche Ausdruck, ne? Gehalten werden, meine ich. Ne? Und zwar von unter Kontrolle der Regierung. Da wird Terror benutzt, um die Leute in Angst und Schrecken zu versetzen und die bibbern, also die kommen gar nicht mehr zur Ruhe und wenn du draußen rumschaust und gerade heute am 11. September, die schlottern alle vor Angst und denken, hoppla, jetzt der nächste Flieger fliegt hier in den Kirchturm, dann ist der auch weg und dann, was machen wir dann? Ne? Dann bricht er wahrscheinlich auch in sich zusammen, wie nix. Ja, und die Glocke, die verglüht, wenn sie eine drin haben, wie nix durchs Flugzeugbenzin. Die ist dann flüssig. Ja, so mal testen, ob das überhaupt geht. Ne? Wäre ja mal interessant. Einfach mal simulieren. Ne? Gut. Kam mir nur so als Einfall gerade. Ne? Okay, also das wäre denkbar. Und und dann, wenn die Leute Angst haben, dann das wissen wir noch so, wenn wir so klein sind und so, ne? Und wir haben Angst und schnell zu Mami oder zu Papi auf dem Arm. Ne? Und so ist das auch. Die Regierung sehen sich so ein bisschen als Papi und Mami der Bevölkerung. Ne? Also nur was den, nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, ne? Nur was also das Suchen nach Hilfe angeht. Ne? Das andere nicht, aber das Suchen nach Hilfe. Und dann sagen die, wir können euch nur helfen, wenn ihr hier erstmal alles abgebt, was ihr da habt. Ne? Erstmal Taschen ausleeren und wie was, Freiheit, Gesetze. Ne? Übrigens, viele Leute denken ja, Gesetze wären dafür da, dass man als Mensch, als Bevölkerung, als Souverän, als Chef ja eigentlich, ne, die einhalten muss. Ne? Das denken viele. Und so wird das ja auch hingestellt, immer auch so in den Filmen. Ne? Du bist nicht gesetzestreu. Ne? Das sind die Gesetzlosen, ne, die dann draußen Raubes, Taten, Mordgeschichte machen und dann von den guten Polizisten gejagt werden, die dafür sorgen, dass die Gesetze von der Bevölkerung eingehalten werden. Hoppla, hoppla, hoppla. Sorry, das stimmt nicht. Die Gesetze sind dafür da, dass sich die Regierung an diese Gesetze hält. Die Regierung, ja, das heißt die Leute, die eigentlich fürs Volk arbeiten, für die Chefs arbeiten, die müssen sich an diese Vorgaben halten und das einhalten. Ja, auch als Schutz
für den Chef, dass sie ihm nicht den Souverän irgendwie, ja, entweder zu sehr drangsalieren oder ihm irgendwelche Rechte streitig machen, die er eigentlich ganz von Natur aus hat. Dafür sind die Gesetze da, vor allen Dingen die Verfassungen. Nicht? Also BRD hat keine, aber andere, nicht? Länder haben Verfassungen, die eigentlich das regeln, wie weit darf die Regierung gehen. Ja? Und da hat man auch so festgestellt, dass doch so ganz viele Sachen verändert wurden seit dem 11. September 2001. Da wurde massiv eingegriffen in die persönliche Freiheit des Chefs. Das war ja auch klasse, ne? Du arbeitest irgendwo und der Chef macht sich ein schönes, lockeres Leben, fährt dicke, große Autos, macht schönen Urlaub, wann immer er will und guckt mal rein und haut dir was auf die Finger, wenn du nicht ordentlich arbeitest. Und ne? Ich sag das mal so ein bisschen jovial. Ne? Und das wäre natürlich klasse, wenn du als Mitarbeiter, als Angestellter, ja, das anders machen kannst. Dass du ihm zum Beispiel sagen kannst, nee, Chef, Sie können jetzt so ein dickes Auto dürfen Sie nicht mehr fahren. Das muss kleiner werden. Sie können nicht die ganze Zeit hier Ferien fahren. Ich brauche hier nochmal jemanden, bei mir ist ja einer ausgefallen, dann müssen Sie auch mal ran hier. Ne? Oder wo man dann sagt, ja, also wie... Das Geld, was Sie verdienen, gehört jetzt Ihnen. Das wird aufgeteilt. Wir brauchen es hier, ne? Oder ich brauche es hier für die Arbeit. Also ich sage das nur als Beispiel. Das muss verstehen, ne? Was ich meine. Also seit der Zeit, eben seit dem 11. September 2001, ist scheibchenweise jede paar Sekunden natürlich, alles weggenommen worden. Und oder ergänzt oder umschifft worden oder entkräftet worden und sagt, ja, das steht da drin, aber es wird nicht so, also machen wir es nicht. Was, ja, so, jetzt sprechen wir mal von den Amerikanern, nicht? Kriegserklärung, ja, das muss der Kongress nicht genehmigen. Das mache ich einfach hier per Dekret. Ich schreibe dahin, wir machen Krieg und das ist, ne? Wir machen es. Ich bin auch übrigens der Chef hier von der Militär und wir machen einfach. Was? Militär darf nicht im eigenen Land sein. Ja, doch, wir brauchen das nicht, weil jeder Chef, der muss beschützt werden, ne? Das ist voll. Ne? Der muss beschützt werden. Es könnte ja als CIA da um die Ecke kommen. Und dann, die haben ja eigentlich im Inneren von den USA nichts zu suchen. Die sind ja eigentlich für das Ausland zuständig, die als CIA da. Aber die sind ja vermehrt jetzt auch im Land tätig, ne? Gehört, ne? Durch einige Flugfelder, da wurden die ausgebildet, so gehört er zu denen und so weiter. Und das sind eigentlich alles nur, die einen, die arbeiten draußen und die anderen drinnen und also die, ja, das vermischelt sich so ein bisschen. Und da muss man natürlich den Chef kontrollieren, dass der ja nicht drauf kommt, dass. Nee, das war jetzt falsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, ja, also, wie gesagt, Gesetze sind dafür da, dass die Regierung sich daran hält, die Exekutive vor allen Dingen daran hält, dass sie eben nicht außer Rand und Band geraten. Und gerade wenn wir von der BRD sprachen vorhin, das ist ja mein Lieblingsthema eben, weil das ist der krasseste Fall hier, ne? In der EU oder in der Welt vielleicht sogar, da ist ein sogenannter Staat namens Bundesrepublik Deutschland, der sich aber eigentlich nur Deutschland nennt, ja, der gar kein Staat ist. Also ich meine Staat, ja, nicht wirklich, ne? Weil es ist nicht souverän. Das wissen wir. Und die Regierung, sogar die Regierung, ist sogar noch innerhalb dieser Nicht-Souveränität nicht legal am Ruder. Ne? Übrigens der Obama auch nicht. Ne? Der ist ja auch nicht, der darf ja eigentlich auch nicht da, aber macht er trotzdem. Macht er und ja, irgendwie. Also mit dem Terror lebt sich's gut, weil dadurch kann man eben dem Chef sagen oder der Vize der Menschheit sagen, ja, ihr müsst jetzt einfach das tun, ne? Weil wir haben die Gewaltmonopol, ne? Chef, du darfst keine Waffen tragen, das machen nur wir, ne? Wir Angestellten. Ne? Und wenn du nicht willig bist, so brauchen wir ein bisschen Gewalt mal, ne? Wenn es sein muss und schicken euch hier die Bullen auf den Hals oder hier den Gerichtsvollzieher, der zwar selbst nicht amtlich wirklich nachweislich gerechtfertigt tätig sein darf, also BRD.
Und die Polizei eigentlich auch eher mehr nur so eine Betriebsgruppe ist, die also so Colts an der Hüfte tragen kann, aber nicht nur Colts, sondern auch möglichen anderen Folterwerkzeuge und na gut. Ach ja, das wollte ich nicht vergessen, weil wir gerade von der Polizei sprechen, ne? Gerade bei der BRD sind, ne? Weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Aber es ist auch für die Leute interessant, die außerhalb der BRD jetzt hier zuhören, also nicht so direkt da mit den Themen sich beschäftigen, obwohl es vielleicht dort auch inzwischen gemeldet wurde, hier am Samstag, ne? Am Samstag dieses vergangenen Wochenendes wurden hier in der BRD in Mannheim, das ist da, ne, fast so mittendrin, ne? In Mannheim wurden dort 80 Polizisten vermöbelt, verletzt, einer davon schwer, von einer Gruppierung innerhalb einer Großveranstaltung. Ich glaube, da waren insgesamt 40.000 Leutchen, aber es sollen irgendwie nur so 2.000 bis 2.500 Betroffene gewesen sein, die dort also diese Polizisten vermöbelt, was weiß ich, mit Steinen beworfen haben und so. Das sind also 80 Leute, ne? 80 Leute sind ausgefallen. Dann mussten sie händeringend, mussten sie von allen Seiten her Kräfte rein und nachher waren da 600 Polizisten vor Ort und ich weiß nicht, wie die sich gefühlt haben, also gerade eben 3 Schichten hinter sich und dann nochmal wieder raus und alles, ne? Aber okay, gut, also das nur so am Rande. Ja, also wenn so, unabhängig davon jetzt, wer das war, ist eigentlich auch gar nicht so interessant. Mir geht es einfach nur darum, die Verhältnisse darzustellen. Wenn es also eine Gruppe gibt von Leuten, die so mächtig sauer sind, ne, dann hat so eine Gruppe von Polizisten nicht wirklich eine Chance. Ja, das muss man auch immer mal wieder sagen. Unabhängig, ob es jetzt gerechtfertigt war oder nicht gerechtfertigt, es geht einfach um diese Zahlenverhältnisse. Allein schon, wenn 2.500 Leutchen sauer werden, dann haben es also ein paar Polizisten nicht mehr so einfach, ne. Und ich glaube, so viele Polizisten hat es in der BRD gar nicht. Und so alles Betriebspolizei noch dazu. Ich würde mich mal beim Betriebsrat beschweren, hey Leutchen, ne, was ihr da alles machen müsst. Ne? Souveräne Aufgaben, ne, wahrnehmen, obwohl wir gar nicht souverän sind. Ne? Und dann noch für diesen mageren Lohn. Ne? Ich weiß ja nicht, was ihr da kriegt. Aber okay, das nur so am Rande. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, sich da fast ums Leben bringen zu lassen, da von so einer Horde, oder ob man nicht da vielleicht Wege sucht, dass man das irgendwie nicht mit Gewalt löst, ne? Aber gut, das nur so am Rande. Eben wie gesagt, dass also das Gewaltmonopol dann also versucht wird, von der Regierung an sich zu ziehen, wissen wir, das wird überall vollzogen. Das einzige Land, wo das noch nicht wirklich vollzogen ist, also ein wesentliches Land, sind die USA. Und deswegen massieren sich dort auch die Terroranschläge. Ja, da passieren ja alle naselang fast, schien es so, jede Woche war da eine Attacke eines Irrsinnigen, der da im Kino herum geschossen hat und Leutchen umgelegt hat oder in irgendeiner Kirche von irgendwelchen Leutchen und so weiter. Ja, wo sich dann aber immer wieder hinterher herausgestellt hatte, ja, das kann er nicht alleine gemacht haben. Da findet man noch andere, ne, Hinweise, so wie beim John F. Kennedy Mord, wo ja auch klar war, dass das nicht ein einzelner Täter war, sondern da gab es also ganz verschiedene Aufnahmen von verschiedensten Seiten, wurde da geschossen mit verschiedensten Kalibern und so weiter. Liest du da irgendwas darüber in den Propagandamedien? Nicht wirklich, ne? Also nur so in den Alternativen. Ich habe da übrigens auch mich da mal eine Weile mit beschäftigt, habe ich auch einen Link dazu, wenn das interessiert. Da. Aber da kommt ja auch immer viel wieder Neues zum Vorschein. So, also gut. Das wusstet ihr nicht? Doch, natürlich, ihr wisst das, weil ihr, die ihr zuhört, hier beim Detlef, bei Awakening Radio, wissen ja sowieso viel oder vielleicht sogar zu viel, weiß nicht. Aber Frankreich, die französische Regierung, bewaffnet und finanziert Al-Qaida, andere nennen es Al-Qaida, in Syrien. Ich dachte, das sind die anderen, das sind die Feinde.
Nein, die französische Regierung bewaffnet und finanziert die. Und da wurde auch ein französischer Arzt befragt, der so vor Ort da tätig ist, die Verwundeten da mit Verletzten da in Syrien mit pflegt und so. Der sagt, jo, diese syrischen Rebellen, das sind alles gar nicht aus Syrien, die kommen gar nicht aus Syrien, die kommen von irgendwo Ausländer. Ne? Okay, naja, also auch interessant. Also wenn Freiheitskämpfer, ne, das wäre so, wie wenn, sagen wir mal, du müsstest in Deutschland einen Freiheitskampf machen. Das gab es ja auch mal, es gab sogar eine Revolution. In Deutschland. 18, irgendwann, glaube 1816 oder so war da. Ich sage jetzt bestimmt wieder was Falsches. Siehst du, das haben wir dir nicht aufgeschrieben, ne? Aber ihr wisst schon Bescheid, ne? Ihr könnt ja nachschauen. So. Ich glaube 1876, ne? Oh Mann, das ist jetzt ein schlechter Punkt für den Detlef, ne? Mich zu weit rausgelehnt. Habe ich da nicht mal so eine wichtige Zahl im Kopf. Aber es kann mir einer reinposten. Hier, komm. Damit ich das richtig stellen kann. Wer weiß das Datum, wann die deutsche Revolution war? Mensch, das müsste man eigentlich wissen, ne? Ist. Komm, hier, los, sag mir mal hier schnell. Wann war das? Schreib's mir rein hier. Das traut sich keiner, wisst ihr? Okay, finden wir noch raus. Werden wir noch klären hier im Laufe der heutigen zweiten Stunde der heutigen Sendung beim bei Wolkens Radio. Ne? Ja, und stellt euch mal vor, die Freiheitskämpfer, wo es da um die deutsche, ja, um die Republik ging, ja, Mann, oh Mann, lest die Mails, sagt er. Okay, lest die Mails. Welche denn? Welche von den 4723 oder die von den 2583? Eieiei, ich komme eben leider manchmal gar nicht durch, ne? Ja, komme ich noch dazu. Mails lese ich gleich noch ein paar vor. Keine Frage, ihr habt ja tolle Sachen hier reingeschickt, das ist doch logisch. Ja, aber diesen Gedanken nochmal zu Ende führend. Stell dir vor, die deutschen Freiheitskämpfer, das wären gar keine Deutschen gewesen. die wären aus, ja, aus Ungarn oder aus Rumänien gekommen oder vielleicht sogar aus Holland, ne? Oder aus Dänemark. Ne? Okay, gut, das ist relativ dicht dran, aber ja, das ist ja auch komisch gewesen. Ne? Die deutschen Freiheitskämpfer, die aber dann alle Holländer waren, alle Dänen waren das. Also ungefähr muss man sich das vorstellen, geht es in Syrien darum, das heißt, die Freiheitskämpfer sind mehrheitlich gar keine Syrer. Oh, das ist ja interessant, ne? Okay, also ihr wisst, was ich meine. Irgendwas stimmt da nicht. Diese ganze Geschichte stinkt, ne? Oder? So, komm, jetzt hier, wollen wir noch mal ein paar von euren Mails vorlesen, ne? Oder? Denkt das auch? Klasse, hier steht was hier, wir sollten einmal alle erwarten, das Wissen zusammenlegen und das Big Picture festhalten. Aber guck hier, erinnert mich doch an was. Er hat mir ein Ding da reingeschickt, das muss ich mir aber erst angucken. Das kann ich jetzt hier so nicht. Hier sagt eine Frage, hi Dettel, frag doch mal die Rot-Langfingers. 9-11 ist einer deren Babys. Ja? Da fragt er, hast du zufälligerweise die Telefonnummer dieser Brut? Nee, habe ich nicht. Hier steht was. Hier, Lügen. Hallo, leider habe ich deine letzte Sendung nicht live verfolgt, aber Lügen sollen doch die kognitiven Fähigkeiten steigern. Aber zum etwas anderem als 9-11, welches ja nur gebraucht wurde, um den eigenen Dreck abzuwaschen. Derzeit gibt es wegen 5 Inseln wieder Zonk zwischen China und dem gebeutelten Japan. Öl soll es da geben? Fragezeichen. Ich habe die Vermutung, dass es auch wieder nur um Ablenkungsmanöver geht. So was auch immer. Tja, das kann sein. Dazu passt ja eigentlich auch diese Meldung hier. Da steht, Heidelöf, die Dims legen sich aber ins Zeug. Die wollen da scheinbar eine Reinigungsaktion durchführen. Das zeigt wieder einmal, wie gefährlich und krank diese Bande ist. Was glaubst du, werden sie schaffen? Und wir sind am arm. Oder werden sie, was ich doch sehr hoffe, untergehen? Nämlich, erstens, japanischer Finanzminister tot aufgefunden. Aha, gelesen bei german.ruvr.ru. Dann das mysteriöse Verschwinden von Chinas Vizepräsident. Gelesen bei welt.de. Ja, ja, das ist interessant, gell? Was da alles jetzt so, ach, das ist Zufall, ne? Das ist einfach Zufall.
Das ist eben so. Ne? So ist das. Und zufälligerweise sind die auch in die World Trade Center reingeflogen. Ne? Was denn sonst? Oder? Hier kommt, da kommt noch was hier, bevor ich das vergesse. Hier macht ein neues Radio auf. Jungle Drum Radio geht auf Sendung. Und zwar heute um 19 Uhr. Also nach meiner Sendung. Ja, dann ist okay. Könnt ihr auch mal reinschauen. Unter jungle-drum.de oder jungle, jungle-drum.de soll ich hier bekannt geben. Da werden ein paar Leutchen befragt. Wahrscheinlich auch zum Thema 9-11. Klasse. So, was haben wir noch hier? Da war es hier. Da gibt es auch noch eine andere Nachrichtensendung. Gut, da habe ich es auch hier. Klagemauer.tv, da soll es einen neuen TV-Kanal geben. Das muss ich mir auch mal angucken. Habe ich noch gar nicht gesehen. Mensch. Okay, was haben wir noch? Dann hier steht was. Neuartige Beweise für Chemtrails. Aufforderung zur Stellungnahme. Leben oder Sterben, Chemtrails sind ein tödliches Programm oder was? Und da ist ein Videolink dazu, muss ich mir auch erstmal anschauen. Und so weiter. Ne? Ist doch klar. Super. Ja. Ja, also wie gesagt, ihr könnt mir jetzt auch noch Infos reinschicken hier unter radio@wakenews.net. Das ist klasse. Alle, die Infos haben, Fragen haben oder Kommentare oder irgendwas an News gefunden haben, können das reinschicken. So, hier. Bundeswehr baut Trainings... Also Bundeswehr ist die BRD, ne? Bundeswehr, Privatarmee, baut Trainingsgeländeübungsstadt in Schnürgorsburg. Die Merkel-Kohl-Schröder-FED-Vasallentruppe bekommt kalte Zehen und Frost am Po. Selbiger auf Grundeis schlittert, heißt es hier, passend zum BVGH, also Bundesverfassungsgerichtsurteil, muss die Bundeswehr natürlich auch üben, bevor selbige Aufstände in der Bevölkerung niedergemetzelt werden können. Leute, die planen eine Revolutionsbekämpfungsstrategie und rechnen definitiv mit Ausschreitungen in den nächsten 3 Jahren. Ja. Und dann wurde noch ein Zitat drangehängt hier. Zitat von Hans Herbert von Arnim. Jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals zugestimmt hat. Er darf die Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern, dessen Geltung er nie legitimiert hat. Er ist frei, Politikern zu huldigen, die kein Bürger je gewählt hat, und sie üppig zu versorgen mit seinen Steuergeldern, über deren Verwendung er niemals befragt wurde. Insgesamt sind Staat und Politik in einem Zustand, von dem nur noch Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten können, er sei aus dem Willen der Bürger hervorgegangen. Zitat Ende. Ja, stimmt, das ist gut. Übrigens ist das etwas, das findest du ja in jedem Land. Ne? In den USA hat der Obama gleich zu Anfang sogenannte Zaren eingeführt. SARS heißt das also auf Englisch, ne? Das heißt übersetzt auf Deutsch ZAR, also Z-A-R, ne? Und ja, die sind, die können von niemandem gewählt, abgewählt, nur von ihnen bestimmt werden, haben aber unendliche Macht und Einfluss. Da gibt es einen Wissenschafts-Zar, das ist der Eugeniker, der da also immer beschreibt, wie er das machen will durch Chemtrails, die Leutchen alle umlegen und solche Sachen. Ne? Das ist unglaublich. Und dann die EU. Die Bonzen, die da oben sitzen, kannst du alle nicht wählen. Du kannst im Parlamentchen wählen, aber die, das ist nur eine Plaudertruppe. Ne? Parlament, Palare, also nur sprechen, plaudern da. Zugegebenerweise manchmal auch ein bisschen konträr, ne? Und hauen mal dem einen, ne? Eine rein, aber nur verbal. Ne? Alles andere wird woanders, in anderen Etagen entschieden. Auch da gibt es die Kommissare, die bekannt waren schon im Kommunismus. Und das sind terrorgeprüfte Einheiten, die können das. Zaren, Kommissare und so. Ne? Bundesräte. Ah ja, das ist jetzt Schweiz. Ne? Aber die werden auch nicht vom Volk gewählt, übrigens. Ne? Das, da fällt mir was ein. Bundesräte Schweiz, muss ich auch mal was vorlesen. Fand ich auch hochinteressant, habe ich hier gefunden in diesem Magazin hier. Das heißt Globetrotter, ne, aus der Schweiz. Da stand drin, so ganz klein, ne, wirklich nicht besonders groß angesetzt, nämlich Körperscanner. Schweiz übernimmt EU-Richtlinien.
Im Mai, das ist schon ein bisschen länger her, im Mai hat der Bundesrat, der nicht gewählte, die Übernahme, also nicht vom Volk gewählte, ne, so muss ich es korrigieren, im Mai hat der Schweizer Bundesrat die Übernahme mehrerer europäischer Regelungen beschlossen. Ach ja, gut. Weil eigentlich ist die Schweiz ja sowieso schon in der EU, ne? Oder? Ja, so, unter anderem diejenigen, welche den rechtlichen Rahmen für einen allfälligen Einsatz von Körperscannern im Sicherheitsdispositiv der Flughäfen absteckt. Körperscanner können Leibesvisitationen ersetzen. Die neuen Bestimmungen schaffen die Grundlagen dafür, dass beim Einsatz von Körperscannern die Gesundheit nicht beeinträchtigt und der Datenschutz gewährleistet ist. Derzeit sind in der Schweiz keine Körperscanner in Betrieb, sondern nur außer Betrieb. Ihre Einführung ist nicht verpflichtend, sondern liegt im Ermessen der Flughäfen. Naja, also es war schon im Mai, ne? Das liest man jetzt, ne? Im September. Okay. Jo, aber ihr wisst, ihr Schweizer wisst das doch. Ne? Also wenn ihr Schweizer zuhört, die sagen, jo, das wissen wir doch schon alle, es wurden doch alle informiert darüber und haben alle mit abgestimmt, dass das so gemacht wird. Und übrigens, wir wollen ja alle sowieso in die EU, warum dann nicht gleich die Sachen auch schon hier umsetzen? Ne? Das andere ist ja nur noch eine Formsache, das wird unterschrieben. Also wir haben es ja eigentlich schon unterschrieben. Irgendwann mal beim Fressen in Brüssel oder was, da haben sie uns dann gesagt, komm, jetzt schreibt das mal und dann, ja, haben wir gemacht. Und ja, euch erzählen wir das dann auch mal irgendwann. Ne? Jetzt fangen wir erstmal an, hier schieben das mal links und rechts hier rein. Die sagen, ja, Regelung, ja, ist doch klar, wir wollen alle mal zusammenarbeiten und so. Ne? Also, die Chefs werden nicht mehr informiert und es wird am Chef vorbeigemacht, sodass es für die Angestellten leichter wird und für diejenigen, die hinter den Angestellten stehen, damit sie Chef werden oder Chef sind nachher, ne, um alles dann ja prima im Griff zu behalten, ne, oder für sich alles zu kassieren. Hey, das ist doch klasse, oder? Ah, das wusstet ihr nicht? Ah, ja, fragt mal an. Ne? Also wirklich so, könnt nachlesen. Könnt es sogenannte Suchmaschinen eingeben und dann findet ihr das, gell? Keine Frage. Okay, ja, also ich würde mal sagen, ganz interessant ist das, gell, oder? Was man da alles so auch mal über sein eigenes Land erfährt, gell, oder? Ja. Ja, Terror ist klasse, weil Terror für die Regierung im Prinzip, ja, fein gefundenes Fressen ist. Und wenn es nicht von selbst geschieht, dann wird es gemacht. Ja, Terror wird gemacht. Es gibt richtige Terrorausbildungsschulungen bei den jeweiligen ja, Einrichtungen, ob es das Militär ist, die Polizei ist, wie, das kanntet ihr nicht. Das ist eine ganz normale Art der Kriegsführung, Terror auszuüben. Wie kann man Terror am besten irgendwo provozieren? Es gibt auch die Agent Provocateur, das ist französisch. Ne? Also kommt wahrscheinlich aus Frankreich, ja? So ein bisschen raffiniert. Ne? Da setzt man einfach Leutchen, die eigentlich von der anderen Seite sind, zu den Gegnern und stachelt die Gegner auf, dass sie leichtsinnig werden und sich dann auch da und so und dann gegen Gesetze verstoßen, ne? Die eigentlich für die Regierung gedacht sind, aber eigentlich von den anderen befolgt werden müssen, ne? Nach der Diktion und nach den Gerichten. Die Gerichte gehen auch so vor. Die sagen, die verurteilen ja nicht die Regierung oder legen die Gesetze nicht so aus für die Leutchen, sondern nur für die anderen. Ne? Das Volk muss immer verlieren. Ne? Das ist ja logisch vorprogrammiert. Das ist dann der Rechtsterror. Also nicht rechts jetzt politisch gesehen, sondern sage ich es besser, Rechtswesen-Terror. Gell? Oder? Ja, ich schreibe an den Blog, ja, Detlef, das heißt Anti-Terror-Ausbildung. Aber die können ja dann beides. Ne? Erst müssen sie den Terror lernen, beherrschen, um dann Anti-Terror zu machen. Und ist die Frage, was sehen Sie als Terror? Und das war ja so, also ich weiß ja nicht, die Amerikaner sind ja auch immer interessant zu analysieren. Die haben ja diese Verfassung, diese tolle,
Die haben ja eine Republik, die haben ja keine Demokratie, obwohl alle immer dort von Demokratie sprechen, haben sie gar keine, aber okay. Republik heißt, dass eben auch Minderheitsrechte geschützt werden und nicht nur Mehrheitsentscheidungen gelten. Und da ist es so, diejenigen, die damals die Verfassung, die US-Verfassung ins Leben gerufen haben, also entwickelt und dann verabschiedet und ins Leben gerufen haben, das waren die Gründungsväter, ne, der Vereinigten Staaten von Amerika. Und unabhängig davon, dass das natürlich auch alles ja aus der Gesellschaft kommende, aus England und was weiß ich, teilweise Freimaurer waren und so, okay. Hatten sie sich ja gegen den englischen König gewandt und hatten ja diese Revolution gemacht, um sich eben zu trennen vom Königreich England. Und dann hatten sie ja eben eigentlich diese tolle Verfassung dann ins Leben gerufen, nach denen dann auch das Leben der Vereinigten Staaten in eine neue Richtung ging, ja, und eigentlich immer als Vorzeigemodell war und Freiheiten dort unglaublich waren und was weiß ich. Das wird jetzt gelehrt in den Polizeischulen, in den Ausbildungen der heutigen Administration. Die Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika, derjenigen, die die Verfassung für dieses Land gegründet haben oder ins, umgesetzt haben, das waren die ersten Terroristen, die es je gab. So, das wird also gelehrt. Da gibt es sogar eine Aufzeichnung, wo dann der Lehrer da vorne, da, das ist auch so ein Ausbilder da steht und dann fragt darum, wer waren das, diese Leute, was waren das für Leute, George Washington und so weiter, wer war das? Und dann meldet sich einer, das waren die ersten Terroristen in den USA. Das ist doch klasse. Gell? Also so wirst du jetzt inzwischen schon, also ist klar, der Chef ist der Terrorist, ne? Sehen wir natürlich auch so, ist logisch. Also wir sind die Terroristen und die Mitarbeiter, das sind die, ja gut, kann man ja nicht so ganz so vergleichen, weil das Verhältnis ist umgekehrt. Ne? Chef, da denkt man, das ist immer nur eine Person oder so, das ist ja genau umgekehrt. Ne? Der Chef, der wir sind Milliarden. Und dort sind die Mitarbeiter nur so ein paar Männchen, ja, die einen schlechten Job machen, die nur an sich selbst denken und die uns verknechten wollen, den Chef. Okay, aber der Chef hat es eben auch teilweise noch nicht mitgekriegt, dass er Chef ist. Aber da sind wir ja dabei. Das ist so ein bisschen die Absicht, auch hier dieser Sendung mit dazu beizutragen, zu helfen, dem einen oder anderen zu erkennen, in welcher Lage wir uns befinden und das ein bisschen auf die nicht ganz so trockene, ernste, tief traurige Art und Weise mit dramatischen Vorlesen von irgendwelchen Nachrichten rund um die Uhr, sondern eben einfach mal so ein bisschen auch ins Verhältnis setzen. Ich hoffe, das kommt entsprechend genügend rüber. Aber das ist eben so. Ne? Und ich finde das schon insofern beachtlich, was da so alles abgeht. Und wenn man also hier da auch mal so durchliest, ne, so durch die Schlagzeilen, ja, es gibt natürlich auch den Finanzterror. Ja, das ist nicht, dass wir das vergessen. Es gibt nicht nur den Terror in Form von Bomben hochgehen lassen, Gebäude und Menschen zerstören, sondern es gibt natürlich auch die anderen terroristischen Aktionen, die da ablaufen. Denn wenn du in der Lage bist, alles zu kontrollieren, das heißt sämtliche Ressourcen, ja, so Rohstoffe auf der einen Seite, wie zum Beispiel Öl, ne, oder Gold und Silber, ne? Jeder hat zwar vielleicht zu Hause auch mal ein Silbermünzchen oder ein Goldmünzchen, der eine mehr, der andere weniger, aber die Mehrzahl dieser Rohstoffe wird kontrolliert von eben dieser einen einzigen Gruppe. Das heißt, es nutzt dir gar nicht unbedingt was, wenn du so ein Goldstückchen hast, weil du trotzdem nur davon abhängig bist, wie der Gesamtmarkt gesteuert wird. Die können ja auch einfach sagen, der Besitz von Gold ist verboten. Dann kannst du mit dem Gold auch nicht mehr viel anfangen. Dann geht es nur unter. Und dann musst du immer Preise nachgeben, sonst funktioniert das nicht, Schwarzmarkt. Gell? So, also, ja, ist das eben so ein bisschen die Problematik, dass es eben eigentlich flächendeckend terroristisch ist, nämlich den Terror, deswegen lieben sie ihn auch, weil dann kann man auf allen Ebenen überall dazwischen funken, mit dem Ziel, alles zu kontrollieren. Und die Leutchen, die immer gehalten werden unter anderen Voraussetzungen, die also nicht verstehen, wie das Ding funktioniert. Wenn das alle mal verstehen würden, nur dass diesen kleinen Sprung sei mir gestattet, wenn alle mal verstehen würden,
dass wenn sie das einmal erkennen und dann sagen, wir wollen es nicht mehr und das überall passiert, dann ist der Spuk vorbei. Okay, da gibt es ja noch ein paar Zuckungen, die werden sich noch wehren und dösen und vielleicht gibt es auch mal die eine oder andere Auseinandersetzung noch, aber es geht ja relativ schnell, ist der Spuk vorbei. Das ginge auch heute. Wir klagen darum, ach, uns geht's so schlecht, wir haben halt keine Kohle und die nehmen die Preise hoch, jetzt werden schon wieder die Steuern. Der Hollande zum Beispiel, das ist der französische Präsident, auf den sie jetzt so viel gehofft haben, die sie gerade eben in Amt und Würmen geliefert haben, der ist ausgeflippt, der will massive Steuererhöhungen in Frankreich. Ja klar, der muss das ja auch irgendwie finanzieren. Der muss ja die Al-Qaida-Leutchen bezahlen. Und gleichzeitig alles da drüben zerbomben. Das heißt, er muss dann also die Sachen, die alle kaputt gehen, an eigenen Waffen, ne, unabhängig von den Löhnen und was und Beschaffungen, die noch gemacht werden muss und Munition. Das geht ja alles vor die Hunde und dann wird alles zerstört. Vielleicht kriegt man auch ein paar Raketen ab nach Paris, dann muss man wieder halb Paris aufbauen und so. Okay, das ist halt so. Das hat Hitler ja auch so gemacht, ne? Und haben sie nachher dann ja auch nicht mehr weitermachen lassen. Gut, der macht jetzt also, nimmt die Steuern hoch, gell? Und ja, das ist wunderbar, ist der Steuerterror. Ne? man kann vielfältigst terrorisieren. Und wie gesagt, nochmal die Frage: Wer sind die größten Terroristen auf dieser Erde, auf dieser uns bekannten Welt? Wer? Wer hat Millionen auf dem Gewissen? Also Millionen Menschen. Ne? Wer hat Trillionen wahrscheinlich, oder Billionen wenigstens, von Euro, Dollar und was weiß ich auf dem Gewissen? Wer hat denn die versiebelt? Unabhängig jetzt mal vom Schuldgeldsystem und bla bla und so weiter. Wir wissen, das ist nichts wert. Aber nur für diejenigen, ne? Mal die Frage stellen. Ist doch legitim, oder? Wer kontrolliert die Rohstoffe und deren Preise? Och, wenn du da mal nachforscht, ja, warum macht zum Beispiel, jetzt gehen die Preise überall an den Tankstellen hoch von dem Benzin und alles und alle klagen, oh, jetzt ist schon wieder teurer geworden und so. Wer kassiert denn eigentlich an diesen Preisen? Da kommst du ganz schnell, es gibt zwei Gruppen, die davon profitieren. Ne? Der Tankstelleninhaber, der kriegt dann nur ein paar Prozentchen. Und da muss man noch wieder irgendwas abliefern. Das meiste kriegt derjenige, der das Produkt liefert, ja, mit der Kette, ja, und der sogenannte Staat, die Regierung, durch diese Mineralölsteuern und Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, ne? Mehrwert, aber nur in den Taschen der paar wenigen. Für die anderen nicht. Für die anderen kostet es nur mehr oder entzieht ihnen ihre eigenen Kaufkraft, ihre eigenes Vermögen, ja, ihre Möglichkeiten, auch mal ein bisschen schön zu leben, sind dann weggenommen, oder? Weiß nicht, wie das sehen. So will ich das mal sagen. Also es gibt auch den Steuerterror, es gibt den Rohstoffterror, es gibt auch den Schulterror. Ja, das ist auch ganz wichtig und da fand ich es ganz interessant, das müsst ihr unbedingt mal lesen, habe ich eben auf der Seite myworkingsmyworkers.com auf meinem Blog auch als Link angegeben. Nämlich, das lese ich auch noch ein paar Sachen eben mal vor, eine alternative Definition von Terrorist. Ja. Das ist ganz lustig geschrieben, muss ich sagen. Also es lohnt sich wirklich, sollte man mal reinschauen. Ne? Unter dem Kosenamen Terroristen, lateinisch Terror Torium, zu Deutsch Mein Land Menno. Der offizielle Name lautet staatlich geprüfter Terrorist, auch bekannt als SGT. Werden gewaltbereite, verzweifelte, von falschen Versprechen gebeutelte Menschen eingeordnet, die mit vielerlei kuriosen Tricks, wie zum Beispiel das Verschwindenlassen diverser Flugzeuge in kleinen Bodenlöchern oder Hauswänden, die Entführung von total unbekannten Personen und das Sprengen von großen Bürogebäuden, eine hohe Einschaltquote bei namhaften Fernsehsendern und Rekordzahlen bei vielen Zeitungen erzählen. Der Terror dient heutzutage als Marketingstrategie und soll möglichst viele Zuschauer vor die Flimmerkiste locken. Die angeblich vom Terrorismus ausgehende Gefahr wird auch gerne für militärische Strategien eingesetzt, um völlig sinnloses Verhalten, wie zum Beispiel das Bekämpfen von anderen Ländern, zu rechtfertigen.
Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Massenmedien macht es möglich, sodass der Terrorist als ein weltweit politisch-militärischer Stratege nicht mehr genau erkennbar ist. Seine Uniform dient insoweit der Tarnung, als dass er zwar im dichten Dickicht erkennbar bleibt, dafür aber wie ein Zivilist aussieht. Das ist praktisch. Ein guter Terrorist wohnt in einer terroristischen Zelle mit seinen Terroristenfreunden zusammen, schlafen dort auf engstem Raum, weshalb man sie auch Schläfer nennt. Ein Terrorist ist glücklich, wenn erstens ein brutaler und aussichtsloser Kampf auf allen Ebenen geführt wird, zweitens Menschen durch sinnlose Gewalt bewusst in Angst und Schrecken versetzt werden, drittens sie sich nicht an das Grundgesetz halten müssen. Und so weiter. Also das ist lustig geschrieben. Ist natürlich jetzt ein bisschen lustig auch dargestellt, aber passt doch zum Thema, oder? Denke ich schon, ne? Oder? Ach, hier steht noch was. Regierung. Schon wieder mal. Regierung soll NSU-Material zurückgehalten haben. Und wer jetzt hier dazuhört und denkt, das wäre noch so eine alte Oldtimer-Motorradmaschine oder so ein altes Fahrzeug. Nein, NSU, das war hier die Terrorgruppe, wo wir inzwischen wissen, dass der BND und was weiß ich, Verfassungsschutz, was weiß ich, der arbeiten alle zusammen, ja, voll mit drin steckte. Und hier steht, die Regierung soll NSU-Material zurückgehalten haben. Der Vorwurf wiegt schwer. Die Bundesregierung soll dem NSU-Untersuchungsausschuss wichtige Informationen über den Rechtsterroristen Uwe Mundlos vorenthalten haben. Die Politiker sind empört, natürlich. Die müssen hochschreien erstmal. Ne? Die Bundesregierung hat dem NSU-Untersuchungsausschuss angeblich Material über ein Mitglied der Zwickauer Zelle zurückgehalten. Das sagten am Morgen verschiedene Ausschussmitglieder in Berlin. Das war hier Verfassungsschutz. So, er sollte vor uns offenkundig verborgen werden, sagte der Ausschussvorsitzende Sebastian Edati von der SPD. Andere Ausschussmitglieder wählten die Worte Skandal oder Vertrauensbruch. Vertrauen. Habt ihr da Vertrauen? Okay. Grünen-Obmann Wolfgang Wieland sagte, das nährt uns ein ums andere Mal Verschwörungstheorien. Okay, dann kommt das hier nicht zum Tragen, weil ich beschäftige mich ja nur mit Verschwörungspraxis. Ja, aber gut, man kann das lesen, da kommt ja immer die Protokolle und bla bla und so weiter. Ne? Könnt ihr ja gerne mal lesen, ne? Wenn ihr wollt. Hi! Ja, und dann hier, auch Schweiz, wollen wir nicht vergessen, es geht ja nicht nur um die BRD, Leute, hier Schweiz. Terror, ne? Terror, hier die eigene Wirtschaft terrorisieren und andere Menschen terrorisieren, woanders, machen die auch. Zivilschutz, Uniform aus indischen Slums. Für die Produktion von Schweizer Zivilschutzkleidern wurde ein Betrieb in den Slums des indischen Mumbai, also gab es auch einen Terroranschlag, engagiert. Dieser zahlt illegal tiefe Löhne. Arma Swiss verlangt nun Auskunft. Ach, 1000 Uniformteile für 23 Rappen, so ungefähr so, ja, 15 Cent oder so, pro Stunde. Die Näher in den Slums des indischen Mumbai stellen Schweizer Zivilschutzkleider für einen Hungerlohn her. Das berichtet die Sonntagszeitung. Auch die Produktion von 40.000 Zivilschutzarbeitshosen und Jacken war laut lokalen Quellen hier vorgesehen. Und so weiter. Ist doch klar, warum denn im eigenen Lande das herstellen und die Wertschöpfung im eigenen Lande lassen? Nein, das müssen Sklaven machen irgendwo, vor Ort. Das, oh Mann. Ja, okay, wisst ihr, was ich meine? Hollande kündigt massive Steuererhöhungen an, habe ich schon nicht vorgelesen. Das habe ich schon mal weg. Ach, nee, hier, Terror ist auch Folter. Ne? Und hier war ein interessanter Artikel unter CIA Foltertechniken in Libyen inkludierten, ja, wir sind jetzt da schon wieder weg, also nicht mehr so viele da, sind jetzt umgezogen nach Syrien, aber in Libyen eben, die, da haben die den eingesperrten, angeketteten Leuten, die da befragt wurden, so, ja, haben sie in ihrem eigenen Kot, ja, sehr lange liegen, stehen, was weiß ich, lassen und haben den so Insekten zugeführt, ne? Die haben sie dann da immer so rumkrabbeln lassen und so, ne? Zur Auflockerung. Oh Mann, echt, wenn du lässt es mal durch, da wird dir schlecht. Na gut, okay, dann Finanzterror. Da ist in unserer Regierung ganz spitze drin, hier in der BRD. Europa ist der ESM, die entsprechende Foltermethode der gesamten Bevölkerung hier in der EU, das ist logisch, aber auch hier, Mensch, in Griechenland,
Banken erwarten Explosion roter Kredite. Ne? Ich glaube, jeder Fünfte kann hier seine Schulden nicht mehr zahlen und so. Also da geht's auch ordentlich herum. Ja, Finanzterror, nicht? Weil warum soll denn jetzt eine Regierung ihre Steuern senken? Bloß weil die anderen das nicht mehr bezahlen können. Oder warum sollen die denn nicht die Rohstofflieferanten oder so, die Benzinlieferanten sagen, hey, hoppa, sorry, das können wir hier, unsere Bevölkerung kann das nicht mehr bezahlen. Entweder du senkst hier massiv den Preis oder wir, was weiß ich, machen irgendwas, ne? Nein. Denn, wie gesagt, wenn du fragst, heutzutage, nicht? Also die Regierung, egal, Schweiz, BRD, Frankreich, Holland, was ist völlig egal, die arbeiten ja nicht mehr für den Chef, das haben sie gekündigt oder schweigend beendet. Ne? Die arbeiten nur für die durch Lobbyisten vertretenen Großkapitalisten, weil da springt mehr rum, komm hier, eure Steuern, ja gut, die müssen wir uns ja von euch einzeln holen mit Polizeigewalt und Gerichtsvollzieher und alles und ist mühsam, aber die anderen stecken es uns so in die Tasche, ist kein Thema, kriegen wir außerdem noch zusätzlich. Ne? Also warum nicht? Ist doch einfacher. Das ist der Regierungsterror. Und das ist der Freund der Regierung, weil dann kann man überall die Schrauben anziehen, kann sagen, das machen wir jetzt so. Ihr gebt eure Freiheit auf und wir beschützen euch vor dem Terror, zumindest mal vor dem und den neuesten, den werden wir noch entwickeln. Und dann werden wir euch da auch wieder schützen davor, aber erstmal alles abliefern, Taschen leeren, alles hierher, was, du hast nichts. Dann kommst du hier ins Arbeitslager und da nur so lange, wie wir dich brauchen können. Ansonsten kommst du ins Eugenikprogramm. Haben wir auch schon vorbereitet. Ne? Das baust du hier gerade mal eben mit. Und dann ist dann das vielleicht deine Endstation. Das könnte es vielleicht sein. Ne? Okay. Hier kam noch was. Hallo. Ein Artikel von dir soll ich hier veröffentlichen. Lebensgefahr für deutsche Auslandsrentner. Ja, das hast du mir irgendwie schon mal geschickt. Als täglicher Leser von Terra Germania möchte ich Sie bitten, also mich, einen Artikel von mir zu veröffentlichen, der thematisch sehr gut auf Ihrem Blog passt. Es handelt von einem persönlichen Problem meiner Familie, der vom Leben akut bedroht wird durch die Mannschaft in der kriminell agierenden BRD, die zurzeit offensichtlich versucht, einen Massenmord an deutschen Auslandsrentnern durchzuführen. Also Auslandsterror machen sie auch noch. Das Leben hunderttausender Auslandsrentner ist ernsthaft bedroht durch ungerechte, menschenverachtende und illegale BRD-Gesetze. Ja, die sind alle illegal, das stimmt. Ja. Die benutzt werden, die Renten fast ohne Widerspruchsmöglichkeiten zu pfänden. Ja. Ein Leben ohne Einkommen in Ländern ohne Sozialhilfe ist für Alte und Kranke, wie in meinem Fall, ein Todesurteil. Mit freundlichem Gruß. Jawohl, ich danke dafür. Damit habe ich es wenigstens mal einmal schon verlesen. Ich gucke mir das dann aber gerne auch nochmal an. Ja, super. Herzlichen Dank dafür. Also jetzt gibt es noch ein paar Minuten Zeit. Wer noch was reinschicken will, der muss das jetzt tun. Ja. Also ihr seht, es wird überall terrorisiert. Nicht nur irgendein fremder Terror genutzt, ne, für die eigenen Möglichkeiten, die Umstände, Lebensumstände der eigenen Bevölkerung, des eigenen Chefs zu erschweren und nahezu unmöglich zu machen, sondern es gibt natürlich auch den externen Terror oder den man selber ausführt, ja, also es ist die ganze Bandbreite. Ne? Und jetzt nochmal die Frage, ich weiß nicht, nachdem ich das jetzt alles vorgetragen habe und auch nur bruchstückhalber natürlich anreißen konnte, ohne alles in die Tiefe zu diskutieren. Aber der Sinn meiner Sendung ist ja auch ein bisschen, einen gewissen Überblick zu verschaffen und dann die Interessensfelder desjenigen, der zuhört, zu öffnen für die Punkte, die er dann gerne noch einmal nachvollziehen will. Dann kann er das ja tun, indem zum Beispiel die Links dann nachvollzieht oder das Thema weiter behandelt. Der Terror, ja, ist das der Lieblingsfreund, eigentlich schon, kann man sagen, der Regierung, weil damit lässt sich alles machen. Man muss nicht mehr aufwendig dann gegen irgendeine einzelne Nation kämpfen, wie das früher war, sondern man kann eigentlich das breit streuen und immer so einsetzen, wie man es gerade braucht und kann es so, klar, vor allen Dingen gleich selber machen, braucht man gar nicht mehr irgendwelche anderen. Ne? Das kann man selber machen
und hat man dann eben die ganze Schöpfungskette bis hin zum Resultat selbst unter Kontrolle. Man macht den Terrorakt selbst, ne, kann es dosieren, so wie man es braucht, muss ja nicht immer gleich volle Kanne losschießen. Und dann kann man sagen, ja, hier, das ist das Problem, hier, das ist meine Lösung. Aber so, aber das geht nur, wenn ihr und so, dann müssen wir schärfere Gesetze und dann müssen wir euch kontrollieren und alles haben und Privatsphäre. Ach, komm, das war Schnee von gestern. Das gab's früher mal. Schäuble hat schon mal gesagt, Völkerrecht, das gab's früher mal. Das war alte Sache, alter Hut, wird doch schon längst nicht mehr gemacht. Ihr seid doch alle schon in einer Firma drin hier. Ne? Das ist die Holding. Und jetzt werden noch die einzelnen Dinger da unten drunter werden noch zusammengelegt und ja, dass das alles einfacher zu steuern ist für die Holding da oben. Ach, und wer ist in der Holding? Das sind drei Buchstaben DIM, Mehrzahl S hinten dran, DIMS, dominante irrsinnige Minorität, die sitzt in der Holding. Und vielleicht, ja, gibt es da noch einen Aufsichtsrat, der sitzt dann irgendwo in einer anderen Dimension und ist der böse Dämon, wie auch immer man das sehen möchte. Wir werden es irgendwann alle erfahren, denn auch das wird mir immer mal gesagt, ja, du musst doch dann denken, ja, Wiedergeburt und dies und jenes. Es gibt eine ganze Menge Sachen, die mir wahrscheinlich klingen und die ich durchaus so auch sehen kann. Und ich will mich auch nicht nur mit Matrix-Angelegenheiten beschäftigen, weil das ist Terror und so, ist ja Teil der Matrix, in der wir leben. Das müsste alles ja nicht sein, aber es wird gemacht, damit ne, wir alle gefügig sind und damit wir nicht drauf kommen, dass wir eigentlich alles machen können, was man sich nur vorstellen kann. Nur, man muss das akzeptieren, man muss erkennen, dass es nicht das Leben ist, was andere uns aufzwängen und aufdrängen, wie es ist, und dass das die Grenzen sind, sondern wir müssen uns eben öffnen dafür, dass wir in der Lage sind, Dinge zu machen, die für die meisten unvorstellbar sind. Und natürlich ist das auch ein wesentliches Thema, dem wir uns widmen und dem sich viele widmen. Und aber eben erkennen, kann man das erst oder nutzen, kann man das eben erst, wenn man diesen Bewusstseinsschritt gemacht hat. Und im Moment halte ich es noch für sehr, sehr wichtig, eben dieses Bewusstsein bei vielen, vielen Menschen zu erwecken, zu stimulieren, dass sie selbst drauf kommen, weil man kann ja nicht für sie erwachen, sondern das muss jeder für sich selbst tun. Ja, das ist auch die ganz wichtige Aufgabe von euch, von uns allen, im Umgang mit den Dingen, die geschehen. Und wenn, man kann eben nur etwas unternehmen, wenn man merkt, dass wir überhaupt in einer Matrix leben. Ne? Ich weiß das noch aus eigenen Gesprächen und eigener Familie und so, eben auch älteren Menschen, die da habe ich zum Beispiel gesagt, Regierung wollte gar nicht. Ketzerisch, wie ich bin. Ne? Und da guckte mich so, das sicher brauchen, wir brauchen immer eine Regierung. Und wenn du so denkst, wenn du so eingepfercht und eingefangen bist in einem solchen Denkschema, dann hast du gar nicht die Möglichkeit, außerhalb dieser Denkschemen zu überlegen, ne, nachzudenken oder andere Dinge für möglich zu erachten oder überhaupt nur den Wunsch zu haben, danach sich anderweitig mal schlau zu machen. Ne? Und das ist eben die Problematik, das ist nicht eben nur die älteren Menschen, sondern es sind auch leider sehr viele junge Menschen, die einfach nur ihren, ja, ihren direkten Umkreis und ihr Umfeld sehen und nicht darauf kommen, dass es eben auch noch andere Dinge gibt, die vielleicht für sie sogar noch viel wichtiger sind als das, was sie gerade tun. Und sie sind so beschäftigt damit, mit dem, was sie da haben, also ist unglaublich. Ne? Okay. Ja, Leutchen, also wie gesagt, ja, wir sind fast schon durch hier wieder mit der heutigen Sendung. Ne? Klasse, dass ihr alle da wart. Ihr könnt gerne noch da die anderen Möglichkeiten nutzen, die ich auch heute erwähnt hatte. Oder auch bei Bubble reinschauen, bei milen-fm.lu.net. Und für diejenigen, die jetzt also gerne auch nochmal die Sendung hören wollen, können sie es hier tun auf meinem Sender, nämlich bei wakeness.net, Wakeness Radio, bei den beiden Playern ICRN Radio und UWS Radio. Da spiele ich jetzt gleich nochmal die Wiederholung ein. Klasse. Das dauert ein paar Minuten, ne, bis ich das eingespielt habe. Zwischenzeitlich hören wir dann noch ein bisschen Musik. Ausgangs hören wir jetzt von Manuel Outer Space, eins von seinen Songs, die mir hier zur Verfügung gestellt hat. Und dann zwischendurch nochmal so von Dano Songs Mega Scum.
Nee, Megacom, sorry. Und vielleicht, wenn es klappt, noch den Mark von der Magic Meyer und so weiter. DJ Magic Meyer Frühling. Okay, schauen wir mal. Frühling ist natürlich ein bisschen hin, ne? Prager Frühling, wissen Sie. Schauen wir mal. Okay, also danke euch. Klasse, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und wie gesagt, Donnerstag bin ich wieder da für euch, mit euch zusammen. Detlef Wake News Radio, Wake News TV. Bis dann, ist der Detlef von Wake News Radio. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network.